Es blendet sehr stark. Können wir das etwas weniger blenden? Es ist sonst unheimlich. Ist jemand vom Theaterhaus da? Verständlich, ja. Dies steht drauf, ja. Ja, ja, schönen guten Abend, hören Sie mich so? Ja. Das Mikrofon ist da festgebunden. Ja, herzlich willkommen auf der heutigen Veranstaltung mit dem Thema Privatisierung gefährdet die Demokratie. Veranstalter ist das Stuttgarter Wasserforum und die BI Frischluft für Cannstatt. Mein Name ist Barbara Kern, ich gehöre auch zum Stuttgarter Wasserforum. Ich werde eine sehr kurze Einführung zu unseren beiden Rednern geben. Es gibt unten rechts ein kabelloses Mikrofon, das auch fürs Publikum verwendet werden kann später. Rechts ist hier. Also unten links von Ihnen aus. Das ist immer relativ, oder? Ja, das ist richtig. Ja, tut mir leid. Also. Es ist an. Ja, ist es so? Ja. Also heute findet hier eine ganz besondere Veranstaltung statt. Wir haben die seltene Ehre, zwei hochrangige Persönlichkeiten begrüßen zu dürfen, die ausgesprochene Privatisierungsgegner öffentlichen Eigentums sind. Einmal Herrn Professor Dr. Siegfried Broos, bis 2010 im Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe tätig. Professor Broos ist außerdem Honorarprofessor an der Universität Freiburg im Breisgau, Ehrenvorsitzender der Juristischen Studiengesellschaft Karlsruhe und der deutschen Sektion der Internationalen Juristenkommission e.V. Außerdem Doktor an der Universitas Islam Indonesia in Yogyakarta. Professor Dr. Siegfried Broos ist uns im Wasserforum lange bekannt als jemand, der sich in diversen Publikationen aus grundsätzlichen Überlegungen heraus gegen die Privatisierung öffentlichen Eigentums ausgesprochen hat. Er setzt sich aber auch nachdrücklich für die Menschenrechte ein, zum Beispiel für Rechte von Angeklagten. So wurde durch sein Mitwirken der Untersuchungshäftling Munir al-Mutasaddiq, der im Zusammenhang mit dem 11. September 2001 angeklagt war, vor der Berufungsverhandlung aus der Haft entlassen. Professor Broos ist konsequent, er weigert sich, undemokratische Länder zu besuchen oder Staaten, die die Todesstrafe anwenden. So ist er beispielsweise noch nie in den USA gewesen. Möchte ich noch ganz kurz eine Grußbotschaft aus Berlin bekannt geben. Die sollte ich öffentlich machen. Grüße vom Berliner Wassertisch von der Johanna Sönke an Herrn Professor Broos. Und zwar hat der Herr Broos einen großen Teil dazu beigetragen, dass in Berlin die Wassergeschichte wahrscheinlich jetzt wieder, also die Wasserversorgung sehr wahrscheinlich wieder öffentlich wird. Veolia scheint bereit zu sein, den letzten Anteil, der noch privat ist, jetzt an die Berliner wieder zu verkaufen. Es geht wohl nur noch um den Preis. Und das ist also, der Berliner Wassertisch sieht das ganz deutlich, ja, das ist aber immerhin. Das ist, denke ich auch, da gibt es eine Möglichkeit, das auch gerichtlich zu klären. Aber der Berliner Wassertisch sieht einen ganz wichtigen Beitrag, den der Professor Broos dazu geleistet hat. Bei diesen wenigen Stichworten für Professor Broos mal belassen. Wir haben einen zweiten Referenten, Professor Dr. Tim Endgartner. Professor Endgartner hat eine Professur für Didaktik der Sozialwissenschaften an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Professor Dr. Endgartner engagiert sich entschieden gegen das neoliberale Credo des schlanken, das heißt verarmten Staates und damit gegen die Selbstentmachtung des Staates. Professor Engartner und Professor Broos sind ein eingespieltes Team, davon gehe ich aus, mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung. Herzlich willkommen, Professor Engartner. Jens Löwe
politischer Aktivist und Buchautor, Mitbegründer des Stuttgarter Wasserforums, dürfte allen bekannt sein. Jens Löwe wird heute moderieren. Ich wollte noch einen Hinweis geben, die Veranstaltung muss beendet werden, 21.15 Uhr, weil die beiden Referenten zum Zug müssen. Ja, und jetzt übergebe ich an Jens Löwe. Ja, schönen guten Abend auch meinerseits. Ich darf ganz kurz ein paar kleine Präambeln loslassen. Da wir vom Stuttgarter Wasserforum aus alles selber bezahlen, alle Veranstaltungen, unsere Flyer und so weiter, darf ich um eine Spende bitten. Wir werden, glaube ich, nach Abschluss der Veranstaltung vorne Leute mit dem Körbchen haben. Zweiter Punkt, die Veranstaltung heute Abend hat den Schwerpunkt, wie Barbara Kern auch gerade gesagt hat, Privatisierung öffentlichen Eigentums und die Aspekte, die damit zusammenhängen. Da der Bundestagswahlkampf ansteht, möchte ich mit aller Deutlichkeit sagen, dass das Wasserforum schon immer überparteilich war und auch bleiben wird. Dies hier ist keine Parteiveranstaltung und keine Parteiwerbungsveranstaltung, sondern die Menschen, die das hier betreiben und machen, haben ausschließlich das Interesse an der Sache. Das möchte ich so deutlich sagen, damit da nicht Missverständnisse aufkommen. Der Abend wird so ablaufen, dass ich kurz einführe in die Stuttgarter Situation und danach werden wir die Beiträge unserer Referenten hören und danach öffnen wir zum Gespräch. Ich darf dazu sagen, dass jeder hier frei sprechen kann und wir haben uns auch vorher nicht abgestimmt, wer hier was sagt, sondern das, was hier heute Abend stattfindet, ist live. Das ist das, was tatsächlich stattfindet. Ich selber bin kein Jurist, aber seit über 10 Jahren mit dieser Privatisierungsproblematik in Stuttgart befasst. Und wir werden jetzt alle, für mich ist das genauso spannend, erleben, wenn Verfassungsrechtler hier das sagen, was sie zu sagen haben. Und dann hören wir auch im Kontext der Stuttgarter Situation, was das bedeutet. Kurz zur Stuttgarter Situation. Vor über 10 Jahren hatten wir ja die wahrscheinlich europaweit einzigartige Totalprivatisierung in Stuttgart, obwohl wir eine reiche, eine wohlhabende Stadt sind. Es wurde einfach alles verkauft, Gas, Strom, Wasser, Fernwärme und sogar die Wasserbezugsrechte von der Bodenseewasserversorgung, vornehmlich also einfach alles und das Ganze ohne Not. Und seitdem sind wir vom Stuttgarter Wasserforum aus darum bemüht, zu rekommunalisieren, also rückabzuwickeln mit dem Ziel, dass die Daseinsvorsorge, die Grundversorgung der Bürger wieder in öffentlichen Händen ist, demokratisch kontrollierbar. Wir sind auch gar nicht am Ziel, also auch wenn Sie manchmal in der Zeitung den Eindruck haben sollten, das wäre schon erledigt, es ist noch gar nichts erledigt. Wir hatten 2 erfolgreiche Bürgerbegehren, das andere wurde, das letzte wurde wegen rechtlicher Unzulässigkeit abgelehnt, wie Sie so gut wie alle wissen. Und seitdem streiten wir um Rechtsfragen. Und wir kommen nicht umhin, wir müssen diesen Streit führen. Es gibt keine Abkürzung und keinen Ausweg. Dieser Streit muss geführt werden und nach unserem Kenntnisstand sind wir hier die Stuttgarter Truppe, die einzigen, die im Moment in ganz Deutschland diesen Kampf führen. Alle anderen haben schon vorauseilend eingeknickt und sich dem Privatisierungsdiktat, dem Privatisierungsparadigma ergeben sozusagen. Jetzt zu den rechtlichen Fragen, mit denen wir uns gerade auseinandersetzen. Das ist so kompliziert, und das sehen Sie ja an den Zeitungsbeiträgen von Thomas Haltin, dass niemand gar nichts mehr versteht. Das ist so komplex, dass man eigentlich eine Woche daran arbeiten müsste. Teilweise, ich spreche auch mit Rechtsanwälten, die auch gar nicht mehr verstehen, was jetzt eigentlich was ist. Und jetzt kommt mir die ehrenvolle Aufgabe zu, dass ich als Nichtjurist Ihnen jetzt in 5 Minuten erkläre, worum es geht. Das heißt, das kann natürlich nur holzschnittartig sein. Ich halte das aber auch für gut, dass ich das so kurz mache, weil nur so überhaupt bei Ihnen ein Gefühl entstehen kann, wie groß die Dringlichkeit ist und wie groß die Not ist, in der wir uns wirklich befinden. Denn man könnte ja sagen, hier in Stuttgart kommt das Wasser noch aus dem Wasserhahn, wir haben genug Geld, wir können es noch bezahlen. Was führen die sich vom Wasserforum eigentlich so auf, worum geht es eigentlich? Also warum soll da überhaupt ein Problem sein? Und das darf ich Ihnen wie folgt skizzieren. Ich sagte gerade, das letzte Bürgerbegehren wurde abgelehnt, rechtlich unzulässig. Und wir haben jetzt die möglichen Rechtswege eingeschlagen, also dagegen Beschwerde. Wir waren beim Verwaltungsgericht Stuttgart. Im Prinzip geht es darum, dass gesagt wird, passt mal auf, ihr seid von vorgestern. Wir, Wasserforum, berufen uns auf das Grundgesetz, auf Artikel 28.2. Das ist eine Verfassungssäule, wo die kommunale Selbstverwaltung garantiert wird.
Und dann wird uns entgegengehalten, das war gestern, ihr habt das nicht mitgekriegt, heute ist Wettbewerb. Mal ganz verkürzt gesagt. In einem Schriftsatz steht auch drin, das Wettbewerbsprinzip hat jetzt Vorrang. Also jetzt ist Wettbewerb. Also Grundgesetz war gestern, Wettbewerb ist heute. Und die Kronzeugen, die von der anderen Seite aufgerufen werden, die diese Privatisierung wollen, ist einmal das Bundeskartellamt und die Bundesnetzagentur. Die haben einen gemeinsamen Leitfaden herausgegeben, wo gesagt wird, also jetzt ist eigentlich Wettbewerb, der Gesetzgeber wünscht jetzt Wettbewerb. Wie auch immer, das wird mal so gesagt als Servierempfehlung. Und das ist das sogenannte Energiewirtschaftsgesetz und dort der Paragraph 46. Interessant ist dabei, dass in dem Paragraph 46 gar nicht drinsteht, dass man europaweit ausschreiben muss. Trotzdem wird so argumentiert von denen, die diese Art der Privatisierung wollen. Es steht zwar nicht drin, aber, also im 46er steht drin, dass man bekannt machen muss. Es steht aber nicht drin, dass man den Wettbewerb ausschreiben muss. Und jetzt wird argumentiert, der Gesetzgeber meint aber Ausschreibung im Wettbewerb EU-weit und argumentiert so, es gäbe eine alte Fassung dieses Gesetzes und da hätte der Gesetzgeber das auch schon angebahnt. Also man solle jetzt einfach ausschreiben, das sei so. Wir sind gerade mit einem Eilantrag beim Verwaltungsgericht hier in Stuttgart gescheitert, wo verkürzt gesagt drinsteht, heute ist Wettbewerb und 28.2 Grundgesetz war gestern, das ist jetzt so und der Gesetzgeber will das. Wenn man dann tiefer einsteigt mit den Juristen, dann wird auf der Seite, die Privatisierung wollen, gesagt, naja, Grundgesetz ja, aber in Klammern im Rahmen der Gesetze. Und das soll so klingen, dann wie dass das einfache Gesetz Rang höher ist als das Grundgesetz. Aber das ist natürlich Quatsch. Natürlich ist das Grundgesetz Rang höher. Das heißt, wenn der Gesetzgeber Gesetze macht bezüglich der Grundversorgung, dann hat er sich am Grundgesetz auszurichten und nicht das Grundgesetz hat sich an den neuen Ideen der Neoliberalen zu orientieren. Also das ist so ungefähr der Knackpunkt. Also dass Sie so ganz grob wissen, worum es geht. Es geht da noch weiter und da erkennen Sie jetzt auch die Dramatik, dass gesagt wird, ihr müsst europaweit ausschreiben, weil ihr habt als Stadt eine Monopolstellung, ihr habt eine marktbeherrschende Stellung. Aber dann müssen wir unser ganzes Staatswesen, dann müssen wir den Rechtsstaat aufgeben. Natürlich ist das Hoheitliche in einem Rechtsstaat natürlich immer ein Monopol. Was denn sonst? Das ist kein Supermarkt, das ist nicht McDonald's. Das Hoheitliche ist nun mal das Hoheitliche und hat ein Alleinstellungsmerkmal. Und der Neoliberalismus will in die Richtung, dass er sagt, das darf es gar nicht mehr geben, das sind Monopole und marktbeherrschende Stellung, das muss alles weg, die ganze Welt ist ein Supermarkt, alles ist Wettbewerb, mal so ganz grob gesagt. Und da müssen wir eben sehen, dass der Spielraum der demokratischen Strukturen in einem Rechtsstaat immer kleiner wird von Tag zu Tag, wenn wir dies zulassen, und zwar nicht nur in Stuttgart, sondern überall. Er wird immer kleiner, bis wir dann irgendwann uns selber wirtschaftlich versklavt haben. So viel zur Stuttgarter Situation. Vielleicht noch mal kurz den Größenrahmen EU. Jetzt wurden ja gerade überall Jubelfeiern angestimmt, weil die Konzessionsrichtlinie von Herrn Barnier, weil da das Wasser rausgenommen wurde oder rausgenommen werden soll. Meine persönliche Meinung ist die, dass die Katze das Mausen nicht lässt. Das heißt also, diese Jubelfeiern sind verfrüht, weil hier in Brüssel immer wieder ein neuer Anlauf genommen wird, um auf irgendeinem Weg diese Privatisierungsagenda dann doch hinzukriegen, auf der Weltebene auch, das lasse ich gerade mal weg, da gibt es auch verschiedene Abkommen. Und das Jüngste, das Neueste, das wird auch für Sie noch neu sein, weil da noch nicht viel darüber diskutiert wird, das wird sarkastischerweise MAI 2 genannt, also dieses MAI-Abkommen, Multilateral Agreement on Investment, was 1999 schon mal gedroht hat. Und zwar gibt es jetzt das neue, oder jetzt wird gerade an dem neuen Freihandelsabkommen gearbeitet zwischen Europa und den USA. Und wenn Sie das Wort frei hören, dann klingt das ja zunächst ganz positiv. Also Freiheit und Freihandel, da hat man so das Gefühl, ja, das kann ja nur was Gutes sein. Und ich darf Ihnen sagen, das, was sich dahinter verbirgt, ist eine Selbstentrechtung der Sonderklasse, die wir hier durchführen, weil das nicht nur ein Freihandel ist, wo sie ihre Bananen in ein anderes Land verkaufen können, sondern da wird ein Rechtssystem aufgebaut, was die Betreiber dieses Freihandelsabkommens über unser Rechtssystem stellen. Das heißt, sie unterwerfen sich einem neuen Rechtssystem, was in allererster Linie wirtschaftliche Interessen verfolgt. Das ist noch viel komplizierter, aber nur, dass Sie sehen, was auf uns hier zukommt. Das ist ganz, ganz kritisch zu betrachten. Und man muss natürlich grundsätzlich sagen,
dass ein Staat überhaupt nur seine Dinge ordnen kann, wenn er souverän ist. Und wenn wir diesen Trick, diesen neoliberalen Trick anwenden, dass wir praktisch diese Entscheidungen verlagern auf EU-Ebene oder Weltebene und dann sagen, naja, die privatisieren in Brüssel, wir können da gar nicht zu, das ist natürlich eine ganz üble, gefährliche Geschichte. Deshalb, weil wir ja als Staaten dem zustimmen, das kommt ja nicht vom lieben Gott, sondern die treffen sich irgendwie, die Politiker, und machen aus, dass hier eine Ebene geschaffen wird, die uns dann vorschreibt, dass wir unsere kommunale Daseinsvorsorge nicht mehr selber betreiben dürfen. Also insofern muss man auch das im Blick halten. So viel mal meine Einführung. Und jetzt darf ich Sie, Herr Professor Groß, um Ihren Beitrag bitten. Vielen Dank. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, zunächst vielen Dank für die freundliche Begrüßung und den herzlichen Empfang, Frau Kern, Herr Löwe. Ich bin zum zweiten Mal hier in diesem Raum, nämlich vor etwa 6 Jahren habe ich schon mal einen Vortrag hier gehalten. Bin ich gut verständlich? Ja, könnte ein bisschen lauter sein. Habe ich schon mal einen Vortrag in diesem Raum zu dieser Gesamtproblematik gehalten und von daher gesehen fühle ich mich schon wie zu Hause. Ich bin nämlich 500 Meter etwa von hier aufgewachsen bis zum 10. Lebensjahr nach Feuerbach zur Schule gegangen. Deshalb sind mir halt so Stuttgarter Probleme und die Mentalität, die oft dahinter steht und wie solche Probleme generiert werden, durchaus vertraut. Zumal meine Eltern bis zu ihrem Tod vor wenigen Jahren hier noch gewohnt haben. In der Vorbesprechung für den heutigen Abend habe ich Frau Kern und die Mitstreiterinnen und Mitstreiter schon darauf aufmerksam gemacht, dass die Beschäftigung mit dem Thema, und deshalb ist es auch ein bisschen weiter gefasst, nach meiner Erfahrung nur sinnvoll ist, wenn man es in einen größeren Zusammenhang stellt, weil nämlich diese Entwicklung, die Herr Löwe so eindrucksvoll und richtig beschrieben hat, sich über Jahrzehnte entwickelt hat und das öffentliche Bewusstsein, aber auch das mediale Bewusstsein, bis hin zu den verschiedenen Wissenschaften. Also der Professor Engartner ist auch, wie ich, irgendwo ein Exot mit dem, was wir vertreten. Und deshalb muss man also sehr viele Wirkmechanismen, sehr viele Einflüsse, Entwicklungslinien aufgreifen, weil erst dann kann man auch eine möglichst wirksame Gegenstrategie entwickeln. Allerdings hat das Thema und das Problembewusstsein in der letzten Zeit doch zugenommen. Und deshalb möchte ich Ihnen mal zur Einstimmung nur ein paar zufällig mir begegnete Stellungnahmen in einer namhaften deutschen Tageszeitung, nämlich der Süddeutschen Zeitung, kurz vortragen, damit Sie sehen, es ist doch eine, wenn auch noch, zaghafte Bewegung in ihrem Sinn und in die Richtung, in der sie marschieren wollen, zu Recht entstanden. Der Brunnenmeister von Paris, Wasser, ein Menschenrecht. Im Text erfährt man dann, dass die UN-Vollversammlung die Programmplanung des internationalen Jahres 2013 für die Zusammenarbeit im Bereich des Wassers der UNESCO anvertraute. Dies sei eine klare Aussage. Der Zugang zum Wasser gehöre zu den Menschenrechten. Wenn das Wasser eine politische Sache sei, dann müssten die Bürger auch selbst entscheiden können, wie sie mit ihm umgehen möchten, nach einem öffentlichen oder einem privatrechtlichen Modell. Dies gerade wird durch eine EU-Richtlinie, die Herr Löwe erwähnt hat, über Konzessionsvergaben in den Bereichen Energie, Verkehr, Wasser und Postdienste in Frage gestellt. Sie will für diese Bereiche generell freie Konzessionsausschreibung verordnen, aufgrund des europaweiten Bürgerbegehrens mit der erstaunlich hohen Zahl und vor allem dem erforderlichen Quorum
von Unterschriften hat Herr Barnier jetzt, ich bezeichne es mal in Anführungszeichen als Rückzieher, betont, es handelt sich jetzt um eine Klarstellung, die Wasserversorgung falle nicht darunter. Nach dem, was ich bisher auf der Brüsseler und europäischen Ebene beobachte, ich gehöre seit 1990 zu den Meinungsträgern und Meinungsbildern auch im öffentlichen Auftragswesen, im öffentlichen Vergaberecht, allerdings nicht was Privatisierung betrifft. Und deshalb kann man das getrost jetzt unter dem Aspekt vergessen, dass das nicht so gewollt gewesen sei. Denn übrigens die größten privaten Wasserversorger, die mir weltweit begegnet sind, ich habe über 50 Auslandsreisen für die Bundesrepublik zur Aufbau von Rechtsstaaten im Kampf für soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte unternommen, sind mir vor allen Dingen französische Wasserversorgung in den Bereichen zur Privatisierung begegnet. Versuche an Menschen, gehört auch dazu, ich wollte, ich wäre ein Tier, so Herbert Brandl am 18. Februar 2013. Er führt hierzu unter anderem aus, die von der EU-Kommission ausgearbeitete Verordnung zu Medikamentenversuchen an Menschen breche international anerkannte ethische Standards der guten klinischen Praxis. Die Patienten sollen wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Interessen dienen, ohne dass zuvor sichergestellt werde, ob die Selbstbestimmung und das Wohlergehen der Patienten gewährleistet seien. Wenn aus der geplanten Verordnung europäisches Recht werde, sei das Schutzniveau künftig bei Tierversuchen höher als das bei den Versuchen am Menschen. Ich komme nachher noch mal im Zusammenhang mit dem Menschenbild, dem aktuellen von EU-Ebene und auch in Deutschland darauf zurück. Ein Bericht von Moritz Koch vom 22. November 2012 besagt, dass kein Land so viele Menschen wegsperrt wie die USA. Dafür sorgten schon die Betreiber der privaten Haftanstalten. Die Aktienkurse der privaten Gefängnisbetreiber hängen sich seit 2002 versiebenfacht. Und das nach dem Platzen der New Economy 2000 und der weltweiten Finanzmarktkrise seit 2008. Und jetzt können Sie noch an Offenburg denken, Teilprivatisierung, Hünfeld und Privatisierung psychiatrischer Landeskrankenhäuser, brauche ich nichts weiter hinzuzufügen. Und abschließend möchte ich diese einführende Bemerkung mit Hinweisen auf eigene Stellungnahmen in wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Frau Kerns ja verdienstvollerweise schon darauf hingewiesen, schon 2003 Daseinsvorsorge und Wettbewerb schließen sich aus. Und Überlegungen zum gegenwärtigen Stand des europäischen Einigungsprozesses, das war meine Antrittsvorlesung 2003 in Freiburg. Und öfters Privatisierung öffentlicher Aufgaben, Gefahr für das Allgemeinwohl. Gefahr für die Steuerungsfähigkeit von Staaten. Es ist also so gewesen und deshalb mein globaler Ansatz, man muss die Thematik wirklich weit spannen, denn all das ist trotz meiner damals schon herausgehobenen Dienststellung beim Bundesverfassungsgericht und dem weltweiten Medienrecht durch meine Reisen in Deutschland unterdrückt worden. Es hat sich keine Diskussion entfacht. Übrigens nur ganz schwach von kirchlicher Seite und von den Gewerkschaften. Auch die Gewerkschaften haben über viele Jahre, wie die großen christlichen Kirchen, dieses Thema Privatisierung unmittelbar zusammenhang mit der sozialen Gerechtigkeit und den Menschenrechten unterdrückt. So, und damit habe ich jetzt die Eckpunkte markiert, innerhalb derer das Thema und die Folgerungen für die öffentliche Wasserversorgung zu betrachten sind. Ein Thema, das über viele Jahre gleichsam mit einem Tabu belegt war, nämlich, wie ich es gerade schon, aber ich muss es auch mal wiederholen, erwähnt habe, kritische Stellungnahmen wurden unterdrückt, man wurde diffamiert und es war eine Allianz
geschlossen von Politik, Wissenschaft, Medien, aber auch den wirtschaftswissenschaftlichen Instituten. Es war gleichsam eine Wand. Und ich habe öfters gesagt, wenn ich schlecht aufgelegt war, ich muss nur vom Glück sein, dass nicht die Männer mit den weißen Turnschuhen kommen. Im Anschluss sind solche Vorträge. Was die negativen Seiten anbetrifft, so wird deutlich mit dem, wie ich an die Dinge herangehe, das Gefährdungspotenzial für Rechtsstaat, Demokratie, Sozialstaat und auch für die Menschenrechte und die Gewährleistung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Es macht von vornherein, und da knüpfe ich an die Ausführung von Herrn Löwe, keinen Sinn, wenn ich staatliche Monopole durch private Monopole oder gleichwirkende Strukturen, Oligopole oder Kartelle ersetze. Es ist ein Märchen und durch nichts zu belegen, dass durch die Privatisierung, und Herr Professor Engartner wird dazu noch dann anhand von Beispielen Stellung nehmen, öffentliche Leistungen sicherer, qualitativ besser oder gar billiger würden, wenn Sie nur jetzt wieder an die aktuelle Preisdiskussion in Bezug etwa auf die Gaspreise denken. Und heute kam über den Äther, dass sehr viele Haushalte 10% und mehr durch diese enorm gestiegenen Energiepreise ausgeben müssten. Man hat hier nur ein Spielfeld eröffnet, nämlich für Investoren, Spekulanten, das können Sie fortführen, gedanklich, bis zu Nahrungsmittelspekulationen weltweit. Und gerade der Kampf ums Wasser, ich war auch oft in Afrika die letzten 2-3 Jahre im Zusammenhang mit dem arabischen Frühling und auch bei 2 großen panafrikanischen Konferenzen, als einziger Nicht-Afrikaner im Übrigen, die zentralen Vorträge gehalten zur sozialen Gerechtigkeit, Infrastrukturentwicklung, und überall stand im Zentrum der Kampf ums Wasser die Privatisierung. Im Übrigen auch in Indonesien, in Brasilien und in anderen Staaten, in denen ich war. Deshalb habe ich schon vor jetzt etwa 20 Jahren ein Fondsmodell entwickelt im Zusammenhang mit öffentlichen Bauten. Ich war damals über Jahre zuständig für die Neubauvorhaben von Bundesgerichtshof und Bundesanwaltschaft, weil schon absehbar war, dass durch die Privatisierung stabile und auf Dauer sichere Anlageobjekte nicht mehr da sind und dass damit auch die von der Politik so wortgewaltig eingeforderte private Altersversorgung auf wackeligen Beinen steht, weil eben, wie dann die New Economy 2000 und ihr Platzen, wie auch jetzt die Finanzmarktkrise, gezeigt hat, stabile, sichere Anlageobjekte nicht zur Verfügung stehen, und der Staat hat gerade solche beseitigt durch die Privatisierung, und so sind die Gesellschaften, wie Sie sehen, auch anhand der Armutsberichte der Bundesregierung, der OECD und inzwischen sogar der EU-Kommission in Europa und weltweit nachweisbar ins Rutschen gekommen. Selbst solche, die vorher stabiler waren. Und die Weltbank hat in einer internen Studie, die dann veröffentlicht wurde, 2005 sogar darauf hingewiesen, dass im Gefolge dieser Entwicklung 27 Staaten vor dem Zusammenbruch stehen, gegenüber 10 Jahre vorher lediglich in Anführungszeichen, auch das zu viel, 17 Staaten. Und wozu so eine Politik führt, nun im Extremfall, sehen Sie in Griechenland, Spanien, Portugal. Man kann unmittelbar den Zusammenhang mit dem Privatisierungsdruck und alles, was damit einhergeht, nachweisen. Diese enorm hohe Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen zwischen 50% und 60% und bei Erwachsenen 25% bis 30%. Statistisch, was sich dahinter verbirgt, wissen wir nichts. Noch nicht. Und deshalb für das Anliegen von Bürgerinitiativen wie
irren, ist es wichtig, dass Sie eine solche Gesamtbetrachtung anstellen und sich damit auseinandersetzen, um sich auch die gebotene Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu sichern, weil sonst sehr schnell, gesteuert durch die Politik und die Medien, sie in eine Ecke gedrängt werden. Man braucht sie nicht ernst zu nehmen, das sind so kleinkarierte, engstirnige Anliegen und sie haben überhaupt nicht den Blick für den großen Zusammenhang. Aber den habe ich Ihnen jetzt schon gerade einleitend ein bisschen aufgezeigt. Und deshalb können Sie also hier jetzt bei einer solchen Gesamtbetrachtung Ihr Anliegen ganz anders einbinden. Flankiert wurde diese Entwicklung, und das schmerzt mich natürlich als Jurist besonders, von einer rechtswissenschaftlichen Theorie des sogenannten Gewährleistungsstaates. Darunter versteht man, dass der Staat sich aus den öffentlichen Aufgaben, seinen Verpflichtungen immer mehr zurückzieht, deren Erfüllung Privaten überlässt oder im Zusammenhang und im Zusammenwirken mit Privaten, das sind die PPP-Projekte und so weiter. Ich kann gleich dazu sagen, und Professor Engartner führt den Nachweis nachher, dass das alles ohne fundierte Grundlage ist. Das sind Vorstellungen, Fantasien, die in der Wirklichkeit keine Entsprechung finden. Und die Beschränkung des Staates, des Zurückdrängen auf Regulierungsbehörden, ist ein Holzweg von vornherein. Und zwar deshalb, gerade Sie haben es schon genannt, Frau Kern, Bundeskartellamt und Kartellbehörden, die müssten am besten wissen, es sind keine aufgeblähten Überwachungsapparate, aber es sind Überwachungsapparate und wie wirkungslos deren Tätigkeit ist. Ich habe auf dem Herweg Ihnen erzählt, von meiner letzten großen Streitigkeit im Kartellsenat des Bundesgerichtshofs, da ist ein Zementkartell aufgeflogen, das fliegt regelmäßig auf wie so eine Sinuskurve, ein aufmerksamer Zeitungswelt, oder nicht weit weg von hier, auch ein Asphaltkartell kommt öfters vor, wie auch Markierungskartell, Leitplanken, Gleiskartell bei der Bahn. Oder wenn Sie denken, wer der Vorsitzende dieser Kommission ist für ordentliche Unternehmensführung, war früher der Chef bei Aufzug ThyssenKrupp und das war auch ein Kartell. Die Vorbildung ist vielleicht nicht schlecht dann für sowas. Man kann durch noch so aufgeblähte Regulierungsbehörden hier nicht den Staat, die rechtsstaatlichen Anforderungen, den rechtsstaatlichen demokratischen Rahmen ersetzen, weil die Privaten naturgemäß, und das ist ja auch die Vorgabe von Brüssel und den Kartellbehörden, Wettbewerb ist definitionsgemäß, weil es auch Mitglied vertretungsweise des Wettbewerbssenats und selber im Patentsenat, was auch viel mit Wettbewerb zu tun hat, das definitionsgemäß per se rücksichtslos. Ich kann mich im Wettbewerb nur durchsetzen auf Kosten anderer. Und genau das verführt natürlich auch zum Regelverstoß. Und deshalb reden wir seit der Vollendung des Binnenmarktes signifikant, das war der 1. Januar 1993, deshalb noch meine Korrektur im Text, Frau Kern, da habe ich mich vertippt, verstärkt von den prekären Arbeitsverhältnissen. Das ist der Regelverstoß, der in Deutschland im Verhältnis zu allen EU-Staaten und auch zu OECD-Staaten überhöht wurde. Genauso wie von der EU-Ebene her der Wettbewerbsgedanke, praktische neue Wertordnung. Von Leiharbeit, Minijobs, 1-Euro-Jobs, Scheinwerkverträge und. Und jetzt haben wir inzwischen über 7 Millionen prekäre Arbeitsverhältnisse und das auch in Teilen unmittelbar Folge dieser Privatisierung, die den Regelverstoß auch nicht mit Regulierungsbehörden hat ausgleichen können. Und von daher gesehen ist die Privatisierung öffentlicher Infrastruktur überhaupt nicht zu vertreten.
und die Globalisierung, die man herhalten muss, auch in diesem Zusammenhang, ist ein ganz schlechtes Argument, weil die Infrastruktur eines Staates ist traditionell und systemimmanent, wie auch vom Gegenstand her, natürlich auf sein Staatsgebiet beschränkt, und im kommunalen Bereich ist er besonders deutlich. Die kommunale Wasserversorgung, die kommunale Müllabfuhr und auch genauso die Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, aber auch mit Postdienstleistungen. Der Briefträger kommt ja nicht aus den Vereinigten Staaten und der Strom kann ja nicht über den Atlantik transportiert werden. Bisher ist auch dieses algerische Projekt, von dem dieser Tage wieder die Rede war, gescheitert, nämlich den Sahara-Strom einzufangen und übers Mittelmeer zu transportieren. Außerdem, und das wird auch übersehen, leidet, ich hatte es vorher schon mal erwähnt, die Selbstdefinition der Staaten. Die Standortbedingungen in Deutschland werden über diese Infrastrukturbereiche in Privathand nicht mehr verantwortlich von der Politik definiert. Kann sie gar nicht. Denn die Standortbedingungen, Energiepreise, Transportleistungen und so weiter werden jetzt von Privaten mit ihrem Gewinnstreben vorgegeben. Und damit ist gerade das Gegenteil erreicht, was mit der Privatisierung vorgeblich erzielt werden soll, nämlich Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Hinzu kommen jetzt noch die Analysten- und Ratingagenturen. Die Ratingagenturen, demokratisch, rechtsstaatlich nicht legitimiert, intransparent und ohne Verantwortung, haben, Sie haben das die letzten anderthalb, zwei Jahre ja mitverfolgen können, die ganze Staatenwelt innerhalb der EU vor sich hergetrieben. In Brüssel wurden, sei es von den Staatschefs, sei es von Finanzministern, Beschlüsse gefasst. Am nächsten Tag meldet sich Standard Poor's, Fitch oder Moody's oder wie jetzt Italien bald auf Ramschniveau. Die können auf diese Art alles zunichte machen. Und ich formuliere es ganz drastisch, die Staaten haben sich damit auch erpressbar gemacht. Bei einem Börsengang der Bahn insgesamt, stellen Sie sich mal vor, das sind vielleicht 20, 25 Milliarden Kapitalisierung. Das ist im internationalen Maßstab überhaupt keine Größenordnung. Und wenn da intransparente Investoren tätig werden und zum Beispiel eine Woche so einen Urlaub für die Bediensteten der Deutschen Bahn, weil sie so gut gearbeitet haben, wenn wir dagegen was sagen, da können sie ihre ganze Volkswirtschaft ins Wanken bringen. Das ist nämlich auch noch eine Komponente, die bei der Privatisierung übersehen wird, nämlich, dass über diese Struktur der Staat ein Gerippe erhält, die, dass er seine Pflichten, die Grund- und Menschenrechte zu schützen, gegenüber den ihm anvertrauten Menschen nur noch bedingt wahrnehmen kann. Die öffentliche Infrastruktur im Bereich der Daseinsvorsorge ist, und jetzt kommen wir ein bisschen zum Verfassungsrecht, das ist untergegangen im europäischen Integrationsprozess, aber auch in unserer Diskussion in Deutschland, ist eine unmittelbare Ausprägung des Sozialstaatsprinzips, wie es in Artikel 20 Absatz 1 des Grundgesetzes als tragendes Strukturelement neben Demokratie, Föderalismus, Gewaltenteilung aufgenommen ist, ebenso wie der Rechtsstaat, steht gleich im Artikel 20 Absatz 1, zentraler sozialer Bundesstaat. Und vor dem Hintergrund ist es also nicht vertretbar, über Privatisierungen des Sozialstaatsprinzips in einzelnen Ausprägungen zu relativieren, ohne dass sich der Staat, die öffentliche Hand auf allen Ebenen, Bund, Länder, Gemeinden, diesen verfassungsrechtlichen Bindungen entzieht. Es war ein harter Kampf, aber inzwischen steht sowas sogar in dem Lissabon-Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wurde das Sozialstaatsprinzip
mal wieder in Erinnerung gerufen. Und hierzu gehört auch nämlich eine Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, im Grunde genommen seit dem ersten Band, seit Bestehen des Bundesverfassungsgerichts nach 1951, dass der Staat verpflichtet ist, dieses Sozialstaatsprinzip mit Leben zu erfüllen, soziale Aktivitäten zu ergreifen, nämlich weil sich das Sozialstaatsprinzip mit der Würde des Menschen verbindet. Und das können Sie sich jetzt mal vor Augen führen, auch im Zusammenhang mit Krankenversorgung oder psychiatrischen Landeskrankenhäusern und so fort, wenn Ratingagenturen und Analysten definieren, wie dort der Standard zu sein hat, nämlich über die Beurteilung des Unternehmenswertes in diesem privatisierten Bereich oder aber auch über Kreditbedingungen. Wenn die Zimmer kleiner sind oder so in Amerika, wenn 30 Insassen einer Zelle, die nur für 3 ausgelegt ist, untergebracht werden, kann man sich vorstellen, dass der Unternehmensgewinn rapide steigt. Und in weiteren Entscheidungen, etwa im 66. Band, im 38. Band, also über die Jahrzehnte seit Bestehen des Bundesverfassungsgerichts, wurde immer wieder betont, das Sozialstaatsprinzip gebietet es, dass der Staat sich um die Menschen kümmert und dafür Sorge trägt. Und das kann er eben in den privatisierten Bereichen nicht mehr, nur höchst eingeschränkt und deshalb Umkehrschluss, es muss in öffentlicher Hand bleiben, sonst wird das Sozialstaatsprinzip ausgehöhlt und unterlaufen. Und merkwürdigerweise, geradezu hellseherisch, hat das Bundesverfassungsgericht in dem KPD-Verbotsurteil aus Mitte der 50er Jahre hierzu bemerkenswerte Ausführungen gemacht. Wer hat das damals schon bewusst erlebt außer mir? Gut. Ja, das ist deshalb nicht ganz unwichtig, weil die KPD in Stuttgart auf kommunaler Ebene sehr stark war und eine sehr große Stadtratsfraktion gestellt hat. Und das war jetzt ein Riesenaufschrei, der durch die damalige Republik ging. Und das Bundesverfassungsgericht formuliert in diesem Zusammenhang, das ist der 5. Band für Liebhaberinnen und Liebhaber hier im Raum, Seite 85, 198, dass das Gesamtwohl, und jetzt bitte alle aufpassen, auch die, die vielleicht schon ein bisschen müde geworden sind in meinen Ausführungen, nicht von vornherein gleichgesetzt wird mit den Interessen oder Wünschen einer bestimmten Klasse. Annähernd gleichmäßige Förderung des Wohles aller Bürger und annähernd gleichmäßige Verteilung der Lasten wird grundsätzlich erstrebt. Es besteht das Ideal der sozialen Demokratie in den Formen des Rechtsstaats. Die staatliche Ordnung der freiheitlichen Demokratie müsse demgemäß systematisch auf die Aufgabe der Anpassung und Verbesserung und des sozialen Kompromisses angelegt sein. Sie müsse vor allem Missbräuche der Macht, und da ist gemeint wirtschaftliche Macht, und gerade auch das bedingt, dass man die staatlichen Infrastrukturen Tourbereiche nicht erst wirtschaftliche Machtstreben und Disposition ausliefern. Und auch die Dumpinglöhne, damals waren diese Anglizismen natürlich noch nicht verbreitet, hat man es ein bisschen gefälliger formuliert, werden dort behandelt. Darüber hinaus entnimmt die freiheitliche demokratische Grundordnung dem Gedanken der Würde und Freiheit des Menschen die Aufgabe, auch im Verhältnis der Bürger untereinander für Gerechtigkeit und Menschlichkeit zu sorgen. Dazu gehört, dass eine Ausnutzung des einen durch den anderen verhindert wird. Allerdings lehnt die freiheitliche Demokratie es ab, den wirtschaftlichen Tatbestand der Lohnarbeit im Dienste privater Unternehmen als solchen allgemein als Ausbeutung zu kennzeichnen. Sie sieht es aber als ihre Aufgabe an, wirkliche Ausbeutung, nämlich Ausnutzung der Arbeitskraft zu unwürdigen Bedingungen und unzureichendem Lohn
zu unterbinden. Vorzüglich darum ist das Sozialstaatsprinzip zum Verfassungsgrundsatz erhoben worden. Es soll schädliche Auswirkungen schrankenloser Freiheit verhindern und die Gleichheit fortschreitend bis zu dem vernünftigerweise zu fordernden Maße verwirklichen. Mehr brauche ich wohl nicht hinzuzufügen. Und ähnliche Gedanken auch im Mitbestimmungsurteil. Das war 1978. Es ist also nicht so, dass das Bundesverfassungsgericht hier die Entwicklung nicht begleitet hätte. Allerdings, ganz ohne Sündenfall, da komme ich jetzt dann noch dazu, ist es auch dort nicht abgegangen. Da war ich allerdings schon Wohlstand. Und zwar nähere ich mich der Problematik vom Menschenbild des Grundgesetzes her. Das Grundgesetz hat als Menschenbild die selbstverantwortliche, eigenständige Persönlichkeit. Und das ist, viele von Ihnen wissen es ja, weil es immer wieder auch in nicht juristischen Beiträgen zitiert wird, das sind die Entscheidungen aus den 50er Jahren im 6. und 7. Band Elfes und Lüth. Lüth war ein Boykottaufruf gegenüber Veit Harlan, der im Dritten Reich hitzerische Filme gegen die Juden gemacht hat, Luther Süß. Und vor den Zivilgerichten wurde Herr Lüth verurteilt und da das Bundesverfassungsgericht ganz deutliche Worte gefunden. Und in diesem Zusammenhang aber auch festgehalten, dass die Grundrechte eine Werteordnung bilden insgesamt, dass sie einen objektiven Wertgehalt der Grundrechte haben. Ich formuliere das so, und zwar vor allen Dingen im Zusammenhang mit der Todesstrafe. Jedes Grundrecht hat eine institutionelle Komponente, die unabhängig von der subjektiven Seite ist, also von der persönlichen eines jeden, und unabhängig auch davon, ob jemand von seinem Grundrecht Gebrauch macht als Abwehrrecht oder Anspruchsrecht, sondern über diese institutionellen Komponenten wird insgesamt ein objektives Rechtsstaatsprinzip konturiert und das hat zur Folge, dass der Staat dies oder jenes nicht tun darf, weil er sonst die Grundrechte und vor allem auch die Menschenwürde verletzt. Und so ist es dort formuliert. Die obersten Prinzipien dieser Wertordnung sind gegen Verfassungsänderungen geschützt. Verfassungsdurchbrechungen sind ausgeschlossen. Hiernach müssen Gesetze unter anderem vornehmlich dem Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit und dem Sozialstaatsprinzip entsprechen. Vor allem dürfen die Gesetze, das dann die Vollkommenheit, die Würde des Menschen nicht verletzen, die im Grundgesetz der oberste Wert ist. Aber auch die geistige, politische und wirtschaftliche Freiheit des Menschen nicht so einschränken, dass sie in ihrem Wesensgehalt angetastet würde. Und deshalb liegt die Annahme nicht fern, dass sich während der letzten 30 Jahre im Gefolge der beschriebenen Entwicklung das vom Bundesverfassungsgericht entwickelte und vom Grundgesetz gewährleistete Niveau abgesunken ist. Und die steht im Widerspruch zu diesen Staatsstrukturnormen und vor allen Dingen die Unverletzlichkeit der Würde des Menschen steht nicht bloß eingangs des Grundgesetzes im Artikel 1, sondern das ist die elementare Staatsstrukturnorm, die dann für die Staatsorgane und für die nun objektive Struktur des Staatswesens Artikel 20 weiter aufgefächert wird, aber insgesamt wird es über die sogenannte Ewigkeitsgarantie, von der Sie zum Teil auch schon gehört haben, wieder eingefangen. Menschenwürde, Sozialstaat, Demokratie, Rechtsstaat, föderalistisches Prinzip sind unabänderbar, auch nicht mit der verfassungsändernden Mehrheit. Und deshalb schmerzt es mich natürlich besonders, die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts einmal zum europäischen Haftbefehl
wo der Mensch wie ein Gegenstand, wie eine Ware behandelt wird. Und auch zur Sicherungsverwahrung, sowohl der nachträglichen als auch dem Entfallen der Höchstgrenze, wie seinerzeit Anfang nach 2000 für die schon rechtskräftig Verurteilten angeordnet wurde. Und deshalb habe ich mich bei beiden Komplexen ganz energisch dagegen verwahrt. Das zeigt aber eine deutliche Relativierung des Menschenbildes und zuletzt im Zusammenhang mit der Teilprivatisierung der Strafanstalt in Offenburg ist so ein kleiner Schlenker hinausgerutscht, nämlich dass man durch Privatisierung Löhne, Gehälter einsparen kann, also diese Kosten drücken. Und das wird natürlich, und ich bedauere es, dass es im Bundesverfassungsgericht so unterlaufen ist, nicht thematisiert und nicht problematisiert, denn diese geringeren Lohnkosten sind erfahrungsgemäß nur durch den Regelverstoß zu erzielen, aber eben nicht bei korrekter Gestaltung eines Arbeitsverhältnisses mit Sozialabgaben und Steuern. Und deshalb habe ich also einen multifunktionellen Ansatz, ich habe ihn eingangs schon kurz erwähnt, entwickelt seit 20 Jahren, nämlich, dass man nicht privatisieren darf, die Substanz, die Infrastruktur als solche, sondern dass der Staat stattdessen Fonds bilden muss. Und an diesen Fonds werden Anteilsscheine zu einem Nominalwert, zu einem definierten, ausgegeben und mit einer Zinsgarantie, die nicht der Tageslage von Politikern unterliegt oder der Wirtschaft oder den Ratingagenturen, sondern es müssen Zinsen sein, die gleichsam auf ewig garantiert sind. Und nur so kann der Staat die Selbstdefinitionsmacht vollen Umfangs zurückgewinnen, die Bedingungen für den Wirtschaftsstandort Deutschland wieder eigenverantwortlich in die Hand nehmen und vor allen Dingen für die Menschen, für die Perspektive, für die Zukunft sichere Anlageobjekte zur Verfügung stellen, dass sie wissen, was sie im Alter erwartet. Und auch die Jugend. Und durch den Erwerb dieser Anteilsscheine wird Geld aktiviert. Man kann Schulden abbauen, man kann aber auch die Infrastruktur, und der Enkart wird vielleicht auch noch ein paar Worte dazu sagen, die privatisierte Infrastruktur verrottet in vielen Staaten, nicht bloß in Großbritannien, so, dass die Versorgungssicherheit gefährdet ist, oder auch wenn Sie an die großflächigen Blackouts in Amerika denken, und dann muss der Steuerzahler doppelt eintreten, und das haben Sie jetzt alle anhand der Finanzmarktkrise gesehen, die Beteiligung des Staates durch Übernahme der Banken, selbst in Großbritannien, Margaret Thatcher war mit Ronald Reagan einer der großen Wegbereiter dieser verhängnisvollen Entwicklung, wurden Banken durch diese Stützungen im Grunde genommen in solche Fonds übergeführt. Und deshalb ist schon der Nachweis erbracht, dass ich keine Fantasien hier mir erarbeitet habe, sondern wir haben einen realen Hintergrund. Und es gibt Modelle schon aus den 70er Jahren bei der Privatisierung der Müllabfuhr. Und ich habe eine durchgeführt, eine große, auf Landkreisebene, wo gerade dieses Fondsmodell, zwar nicht mit den Anteilsscheinen für die Bevölkerung, vor 40 Jahren war die Zeit noch nicht reif, aber dass der Staat, die öffentliche Hand, alles in der Hand behält und keine Regelverstöße sind, keine prekären Arbeitsverhältnisse, und das lässt sich sehr gut machen. Aber da muss zuerst dieses umfassende Umdenken einsetzen, und dass eben Wettbewerb schon nicht über alles geht, aber dass diese staatlichen Infrastrukturbereiche und Wettbewerb, weil es keine Austauschverhältnisse sind, wie sonst, wenn Sie ein Auto kaufen oder Möbel und so fort, es keine Austauschverhältnisse im herkömmlichen Sinn, wie sie dem
Wirtschaftsleben eigen sind, hier im Hintergrund stehen und zum Gegenstand haben. Das mal gerafft, der Text ist etwas umfangreicher, aber ich hoffe, Sie haben jetzt ein bisschen einen Eindruck von der Gesamtproblematik. Ja, vielen Dank, Herr Professor Groß. Und ich denke, wir machen direkt so weiter und das Gespräch kommt dann anschließend. Bitte. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Herzlichen Dank für die Einladung und für Ihr zahlreiches Erscheinen. Das lässt ja erkennen, dass es durchaus in Stuttgart nach der Bewegung in Stuttgart 21 noch weiteres Protestpotenzial gibt. Ich versuche jetzt im Weiteren so in etwa 20, 25 Minuten einige ergänzende Ausführungen zu machen zu dem, was Frau Kahn, Herr Löwe und Herr Groß schon ausgeführt haben und möchte auch nicht beim Grundgesetz ansetzen, aber bei etwas Grundsätzlicherem und ein Stück weit abheben auf das, was man als den Zeitgeist des Neoliberalismus bezeichnen kann. Eine apolitische Zivilreligion, die zum Gegenstand hat, dass man sagt, wir brauchen den schlanken, man könnte auch sagen, den magersüchtigen Staat. Wir leben im Zeitalter der Entstaatlichung, in einer Epoche der Staatsvergessenheit, die Selbstentmachtung des Staates, das ist das, was die Privatisierung im Kern ausmacht. Und nicht umsonst haben wir eine Kanzlerin, die die marktkonforme Demokratie zum Leitbild erklärt hat. Oskar Negt hat es trefflicher formuliert, wir leben mitunter im Zeitalter des betriebswirtschaftlichen Imperialismus. Mit anderen Worten, wir wissen von vielen Dingen den Preis, aber von nur noch wenigen den Wert. Wasser, Gesundheit und andere Grundkonstanten des menschlichen Daseins reden, dann geht das die Würde und kann sich nicht in Heller und Pfennig ausdrücken. Das heißt, wir täten gut daran, bei allen Vorhaben, bei allen politischen Entscheidungen, die getroffen werden, darauf zu schauen, wessen Rechte berührt werden. Ich will im Folgenden einige Beispiele für Privatisierungsvorhaben nennen. Gerade gestern gab es ja die Nachricht, dass David Cameron in Großbritannien jenseits des Ärmelkanals beabsichtigt, die Royal Mail, die alt ehrwürdige Post, zu privatisieren. An die hat sich nicht mal Margaret Thatcher rangewagt, nachdem sie zuvor nahezu nichts an staatlichen Unternehmungen unberührt gelassen hat. Und dann zu guter Letzt, um Ihnen Hoffnung und Mut zu machen, einige Positivbeispiele für die Renaissance des Staates nennen, ausführen. Und einige Rekommunalisierungen, die sehr erfolgreich waren, in der Vergangenheit benennen. Nur kurz, bevor das nachher in Vergessenheit gerät, es gab zwischen 2007 und dem letzten Jahr insgesamt 60 Neugründungen von Stadtwerken. Es ist also nicht so, dass die Rekommunalisierung gänzlich in der politischen Debatte an den Rand gedrängt worden wäre. Ich würde mal zu fortgeschrittener Stunde, um Sie weiterhin bei Laune zu halten, mit zwei Anekdoten einsteigen, die erkennen lassen, wie abstrus einige Privatisierungsvorhaben in der Vergangenheit ausgefallen sind. Zum einen ein Blick in die römische Antike. Im antiken Rom brannte es nahezu täglich. Windstöße oder außer Kontrolle geratene Herdfeuer genügten, um die billigen Mietskasernen in Brand zu setzen. Und löschen mussten die Bürgerinnen und Bürger meist selbst. Der reichste Römer seiner Zeit wurde dann Marcus Licinius Crassus, 70 vor Christus. Er begründete die Feuerwehr. Die private Feuerwehr, und er legte den Beruf auf seine sehr eigene Art aus, indem er, wenn es in Rom brannte, immer zum Ort des Geschehens hetzte, mit seinen Löschtrupps und dem Besitzer des brennenden Gebäudes ein Angebot unterbreitete. Verkauf von Haus und Grundstück zu einem Bruchteil des angemessenen Preises, dann Löschung des Brands, wollten der Besitzer nicht verkaufen, pfiff Crassus seine Feuerwehrsklaven zurück und ließ dem Feuer seinen Lauf. Ein Beispiel, was mehr als 2000 Jahre zurückliegt, aber wie die unheilvollen Entwicklungen der Privatisierung sich auch heute noch darstellen, kann man am Beispiel London erkennen. Dort versickern jeden Tag über 900 Millionen Liter Trinkwasser im Erdreich. Damit ließen sich, weil man mit der größten Ordnung dieser Zahl ja kaum was anzustellen vermag, als Nicht-Mathematiker, damit ließen sich jeden Tag 366 olympische Schwimmbecken füllen. Die Wasserversorgung dort war lange Zeit einer RWE-Tochter namens Thames Water übertragen worden. Und laut britischer Aufsichtsbehörde Office of Water Services stammt der Großteil der Rohre aus der viktorianischen Zeit. Und der private Investor scheut halt die kostspielige Investition in dieses Wasserrohrnetz. Das war als Einstieg. Will mich kurz halten mit dem,
was Eigentumsverhältnisse kennzeichnet, aber die Eigentumsfrage ist bei Privatisierungsvorhaben natürlich zentral. Wem gehört was, warum? Denn Eigentumsverhältnisse sind das Scheidewasser einer Gesellschaft. Sie legen fest, wer über was im Rahmen der rechtlichen, ökonomischen oder gegebenenfalls religiösen Regeln eines Sozialsystems verfügen kann und darf. Und, das könnte Professor Groß besser ausführen, als ich es kann, ich versuche es trotzdem, wer ein Privateigentum hat, der geltenden Zivilrechtsordnung, § 903 des Bürgerlichen Gesetzbuches, eine Ausschlussbefugnis gegenüber Dritten beinhaltet und damit zugleich Schutz vor staatlicher Willkür bietet, stellt die Sachlage über öffentlichen Güter und Dienstleistungen anders dar. Öffentliche Güter und Dienstleistungen unterliegen einem politisch zu bestimmenden Zugriff und erlauben in der Regel die Teilhabe aller Bürger. Sie wirken also integrativ und egalisierend, weil Menschen sie nicht wie private Güter in Abhängigkeit von ihrer Kaufkraft als Konsumenten erwerben, sondern in Ausübung ihres politischen Rechts als Staatsbürger nutzen. Das ist weitestgehend in Vergessenheit geraten. Mitte der 80er Jahre, es klang schon an, gab es nicht nur in den USA und in Großbritannien im Zeitalter von Thatcher und Reagan einen sogenannten Privatisierungswahn. Auch hierzulande kam die geistig-moralische Wende, die zu Beginn der 80er Jahre ausgerufen wurde, zu einer weitreichenden Veränderung der Staatsstruktur auf kommunaler, Landes- und Bundesebene. Die Liste der Privatisierungsobjekte reicht von Theatern, Museen, Schwimmbädern, Hochschulen, Kliniken und Seniorenheimen über städtische Wohnungsbaugesellschaften bis hin zu Wasser-, Klär- und Elektrizitätswerken. Die Beteiligung auf Bundesebene sank von knapp 1000, also von 185 im Jahr 1982 auf unter 100 inzwischen. Das heißt, die staatliche Selbstentmachtung ist besonders mit besonderem Nachdruck darauf sei hingewiesen von der rot-grünen Bundesregierung umgesetzt worden, die auf den vorgeblich aktivierenden Staat setzt. Seit Beginn der 80er Jahre, um nur einige Beispiele in Erinnerung zu rufen, wurden Feber und Fiat, die jetzt unter E.ON firmieren, die Immobiliengesellschaft IVG, die Deutsche Lufthansa, die Gesellschaft für Nebenbetriebe der Bundesautobahn, vorwärts dann Tank- und Rast GmbH, die Deutsche Bundespost und formell jedenfalls auch die Deutsche Bahn privatisiert. Das ist deswegen bemerkenswert, weil die negativen Auswirkungen zumindest jetzt ersichtlich werden. Es klang auch schon an, dass die Stromkonzerne natürlich wie E.ON, RWE, EnBW und Vattenfall oligopolartige Strukturen geschaffen haben, also Gebietsmonopole, und an die Stelle der vormals staatlichen Monopole private Monopole getreten sind, aber mit einem Gewinnerzielungsinteresse, was insoweit daraus ersichtlich wird, wo wir steigende Strompreise zu beklagen haben. Auch die Deutsche Post wurde privatisiert. Wir erleben die Debatte um den Mindestlohn, die da entbrannte. Man beschwert sich gerade in Regionen, wo der demografische Wandel eine Überalterung der Gesellschaft erkennen lässt oder eine Alterung der Gesellschaft, dass die Demontage von Briefkästen großen Protest hervorruft. Und auch bei der Postzustellung, vielleicht leben Sie in Stuttgart noch im gelobten Land, aber zumindest in Köln, wo ich privat wohnhaft bin, wird die Post montags in Privathaushalten kaum mehr zugestimmt. Dann die Deutsche Telekom. Auch daran kann man es besonders deutlich machen, während wir als Kunden der Deutschen Telekom und konkurrierender Anbieter von der Liberalisierung des Telekommunikationssektors profitieren, zahlen wir über Steuern- und Sozialversicherungsabgaben, zum einen für den Stellenabbau, dann aber auch für die Pensionslasten und für die Ausgründung der Beschäftigten in sogenannten Personalserviceagenturen. Die Telekom hat eine Personalserviceagentur aufgebaut mit 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das heißt, die Studierenden fragen auch häufig, Privatisierungen sind doch effizient, die wirken effizienzsteigernd. Das ist nur auf der betriebswirtschaftlichen Ebene richtig. Eine mittel- und langfristige Betrachtung unter volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungsgesichtspunkten käme zu ganz anderen Ergebnissen. Die Privatisierungen machen auch von der kommunalen Ebene nicht Halt. Auch da ist Baden-Württemberg mit Sicherheit eine rühmliche Ausnahme, weitestgehend jedenfalls. Nordrhein-Westfalen hat es schlimmer getroffen. Jede zweite Kommune unterliegt dem Haushaltssicherungsgesetz inzwischen. Mit anderen Worten, hat nur noch chronisch klamme Kassen zu verwalten. Und in der Folge haben allein Städte und Gemeinden im Jahr 2006 mehr als 6 Milliarden Euro Kapital freigesetzt. Und selbst über Städten wie Berlin und Frankfurt am Main kreist der Pleitegeier. Bekanntester Fall war dann 2006, als die Stadt Dresden sich schuldenfrei stellte durch den Verkauf von 48.000 Wohnungen an die US-amerikanische Investorengesellschaft Fortress. Und Düsseldorf, das Kölner Nachbardorf, hat seinerzeit die RWE-Anteile in Höhe von 1% veräußert und wurde auch damit auf einen Schlag schuldenfrei.
Die neueste Entwicklung sind Public-Private Partnerships, privat-öffentliche Partnerschaften und was nach Augenhöhe auf einer Partnerschaft auf Augenhöhe klingt und als Heilmittel gegen wachsende Staatsschulden gepriesen wird, ist in Wahrheit eine besonders fatale Variante des Ausverkaufs staatlichen Eigentums. Es klang schon an, neben der JVA in Hünfeld und Offenburg sind das die Krankenhausgebäude in Dortmund, Gießen und Leipzig, die Rat- und Kreishäuser in Heidelberg, Köln, Ludwigshafen und Unna, Finanz- und Justizzentren, auch wiederum in Heidelberg, aber auch in Kassel und Wiesbaden, sowie Badeanstalten und Bildungseinrichtungen. Also als Mitglied der Goethe-Universität Frankfurt kann ich Ihnen versichern, auch dort hat die Privatisierung Einzug gehalten. Einzelne Hörsaale werden von namhaften Banken und Versicherungskonzernen beworben mit einem Messingschild am Eingangsportal. Es gab, das ist der Hintergrund dieser PPP-Euphorie, ein sogenanntes PPP-Beschleunigungsgesetz, verabschiedet von der Großen Koalition. Das heißt, Investoren wurden von der Grundsteuer befreit, wenn sie Grundstücke erwerben, um Schulen oder Rathäuser zu errichten. Und es war auch kein Nachweis über vorhandenes Eigenkapital erforderlich. Das heißt, man hat von politischer Seite bewusst darauf gesetzt, der Privatisierung Tür und Tor zu öffnen. Allein im Landkreis Offenbach wurden 90 Schulen an private Konsortien überführt. Das hat dazu geführt, dass der Landkreis mittlerweile fast die doppelte Summe aufwenden muss, wie vor 30 Jahren, für die Instandhaltung. Das heißt, diese Public-Private Partnerships kommen die Städte und Gemeinden für gewöhnlich immer teurer zu stehen. Aber auf kurze Sicht ist natürlich jeder Politiker, jede Politikerin darauf bedacht, hohe Einmaleinnahmen zu generieren, damit man innerhalb einer Legislaturperiode politische Erfolge vorweisen kann. Es gab auch ein besonders kurioses Beispiel in Frankfurt am dortigen Bildungszentrum Ostend. Da hat ein privater Betreiber dieses Zentrum übernommen und hielt nur noch 24 kostenfreie Parkplätze vor. Alle übrigen Stellplätze kosteten pro angefangene Stunde 1 Euro Parkgebühren. Das heißt, die Lehrer, die zu spät kamen, wurden bestraft und mussten dann in der Zeit, wo sie unterrichteten, auch noch für die Stellplätze zahlen. Das ist mittlerweile abgestellt worden. In Kölner Messehallen, da bin ich leicht geplagt, zumal ich in Sichtweite jeden Morgen in den Zug steige. Da flossen allein 19,8 Millionen Euro an das Bankhaus Saal Oppenheim, mittlerweile zur Deutschen Bank gewandert, damit es 27 seiner 7000 Kunden vom finanziellen Engagement bei diesen Messehallen überzeugte. Und für die Mietervermittlung konnte die Oppenheim Eschhold, und das wird ja gerade alles gerichtlich aufgearbeitet, 7 Millionen Euro in Rechnung stellen, obwohl die Köln-Messe GmbH von vornherein als Mieter feststand. Also wenn man von Effizienz spricht, sollte man sehr, sehr, sehr genau hinschauen. Vielfach hat man es mit Kollateralschäden zu tun. Informationsasymmetrie auch dort, wo politische Entscheidungsträger, gerade auf kommunaler Ebene, treffen auf hochspezialisierte Kapitalgesellschaften, die sich von internationalen Anwaltskanzleien wie Freshfields, Brockhaus, Dieringer beraten lassen oder eben von den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, den Big Four, KPMG, PwC, Ernst & Young sowie Accenture. Also mein jüngerer Bruder, an dem die postmaterielle Erziehung im Elternhaus vorbeigegangen ist, der arbeitet für eine dieser Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Luxemburg. Und ich kann Ihnen versichern, an den Geschäftsgebaren und an der Denke, Wirtschaftsethik hin und her, hat sich bis zum heutigen Tag nichts wirklich dramatisch geändert. Toll Connect ist auch ein, naja, tolles Beispiel in Anführungszeichen. Die Leistungsbereitstellung erfolgte mit 1,5-jähriger Verspätung. Und obwohl es einen 17.000 Seiten umfassenden Vertrag gibt, stand da nicht drin, was im Falle einer verzögerten Leistungsbereitstellung passieren sollte. Und auch ein Ausdruck von Privatisierungsvorhaben, man hat eben dafür gesorgt, dass die private Schiedsgerichtsbarkeit angerufen wird im Falle des Streits, nicht die ordentliche Gerichtsbarkeit, wenngleich es jetzt gerade den Konfliktfall auf dem ordentlichen Klageweg zu verhandeln gibt. Ich will vielleicht auch sagen, dass die Privatisierungswelle über uns hereingeschwappt ist, weil wir natürlich mit einer massiven Unterfinanzierung von Städten und Gemeinden, aber auch von Bund und Ländern es zu tun haben. Wir haben die Steuersätze in den vergangenen Jahren massiv abgesenkt. Ich bringe als Beispiel nur die Körperschaftssteuer, die von 40 über 25 auf 15% abgesenkt worden ist. Es gibt einige DAX-Konzerne mit einem effektiven Steuersatz von 0. Man hat auch dafür gesorgt, dass natürlich das ist ein Stück weit der Globalisierung geschuldet. In Ländern wie Estland hat man die Flat Tax eingeführt mit ganz niedrigen, im unteren zweistelligen Bereich angesiedelten Gewerbesteuersätzen, dass man dort versucht, in einem Art Steuersenkungswettlauf, Race to the Bottom, zu punkten und versucht, konkurrenzfähig zu bleiben. Also das Steueraufkommen ist niedriger denn je, zumindest was die
kapitalseitige Belastung anbelangt. Rückgänge bei der Steueranlagen zwischen 2008 und 2010 in nur 6 Städte. Wolfsburg minus 43%, Stuttgart minus 26%, Hannover minus 22%, Wuppertal minus 22% und München minus 16%. Aber jetzt mal dieser Negativdiagnose, vielleicht einige positive Beispiele. Ein Beispiel dafür, dass es auch etwas gibt wie eine Renaissance der Kommune oder auch ein Comeback der Kommune, um eine Alliteration einzuspielen. In Hamburg, Atlanta, Neapel, Buenos Aires und Dar es Salaam gibt es wieder Rekommunalisierung der Wasserwerke. Dort sind sie bereits vollzogen worden. Sie kennen die Beispiele aus riesigen Gefilden. Freiburg, Hamburg, Mühlheim an der Ruhr gab es große Bürgerentscheide. Und in Lille, Jakarta und Barcelona laufen die Vorbereitungen für den Rückkauf der Wasserversorgung. Budapest, mit Sicherheit auch nicht finanziell übermäßig gesegnet, hat gerade für 52 Millionen Euro wieder die Kontrolle über die städtischen Wasserwerke gewonnen. Und das über 10 Jahre, bevor der Vertrag mit RWE und Suez abgelaufen wäre. Man kann sagen, viele realisieren offenkundig mittlerweile, woher das lateinische Wort privat kommt und was es im eigentlichen Ursprung bedeutet, nämlich Raum. Ich will 4 Beispiele bringen für Rekommunalisierung, die erfolgreich waren. Die erste, die bundesweit für Aufmerksamkeit sorgte, war die Entscheidung in Potsdam im Juni 2000, als der seinerzeitige Oberbürgermeister Matthias Platzek eine feindliche Übernahme endlich einmal andersrum herum praktizierte. 3 Jahre nachdem die Stadt 49,9% ihrer Wasserbetriebe an den deutsch-französischen Konzern Eurawasser verkauft hatte, kündigte sie den Kooperationsvertrag und kaufte ihre Anteilsscheine zurück. Grund: eine Verdopplung der Wasserpreise seit der Privatisierung, Ankündigung der dritten Preiserhöhung innerhalb von 2 Jahren und ein massiver Druck der nicht nur politisch interessierten Öffentlichkeit, sondern auch des örtlichen Mittelstands. Also wenn man eine Handlungsempfehlung aussprechen dürfte am heutigen Abend, dann wäre es ein breites Bündnis zu organisieren, weil natürlich hohe Wasserpreise auch die industrielle Produktion in besonderer Weise treffen. Zweites Beispiel für eine Rekommunalisierung erfolgreicher Art: das Abfallgeschäft ist lukrativ geworden. Ich habe es mal überschrieben mit den Worten Orange Revolution, wobei man damit gemeinhin was anderes verbindet. Also da kamen Leichting, Aachen, Hannover und mehr als 100 Städte und Landkreise haben in den letzten Jahrzehnten bei konstanten oder teilweise sogar aufgestockten Beschäftigtenzahlen die Servicequalität verbessern können und Einsparungen von bis zu einem Drittel erzielen können. Remondis und Sulu wurden meistens aus dem Markt gedrängt. Und als jemand, der in der Stadt des großen Müllmoguls Helmut Trienekens geboren ist, kann ich Ihnen auch sagen, dass die Mülltrennung mitunter ein Vehikel war, um die Abwasserrettung, die Abfallentsorgung entsprechend kostspielig zu gestalten. Aber der grüne Punkt, die neuen Recyclingtechniken und Kreisläufe haben dafür gesorgt, dass wieder ein Bewusstsein dafür geschaffen wurde auf kommunaler Ebene, sofern es finanzierbar war, dass man selbst tätig wird. Denn nicht immer ist doch staatliche Wirtschaftstätigkeit, man spricht immer vom Tafelsilber, das steht aber noch nutzlos im Schrank herum, nicht immer ist wirtschaftliche Tätigkeit des Staates defizitär. Das wird uns glauben gemacht, aber es kann auch erfolgreich sein. Dann die Katharsis in Freiburg und Dortmund. Beide Städte haben die Reinigung der öffentlichen Hochschulen, Kindergärten und Sportstätten wieder in kommunale Hand überführt. Dort seinerzeit 2008 eine Studie zu gemacht, die Hans-Böckler-Stiftung. Das war extrem aufschlussreich, weil oftmals diese Rekommunalisierungsbestrebungen nicht von der politischen Spitze ausgehen, hier in Stuttgart offenkundig auch nicht, sondern in der Tat von den Beschäftigten, von politisch Interessierten oder eben von denjenigen, die mit spitzer Feder rechnen und das Ganze langfristig und nicht auf kurze Zeit hin ausgerichtet. Das Stadtsäckel konnte entlastet werden dort in Freiburg, der Krankenstand der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde um 3 Tage pro Jahr reduziert und viele Zeitverträge konnten in unbefristete Stellen umgewandelt werden. Und zu guter Letzt als Beispiel, die Stadt Paris hat gerade vor 2 Jahren wieder eine kommunale Wasserversorgung auf den Weg gebracht mit Eau du Paris. Einspareffekt von 35 Millionen Euro. Die Wasserpreise konnten im letzten Jahr um 8% reduziert werden. Und es wurde, das ist ja die soziale Komponente der Daseinsvorsorge, es konnte auch gewährleistet werden, dass 44.000 Haushalte, die als sozial nicht privilegiert klassifiziert wurden, Wasser zu Solidarpreisen bereitgestellt bekamen. Anders als in Berlin, wo man jetzt neulich hörte, dass 20.000 Haushalten der Strom abgestellt wurde. Ich will zu guter Letzt einige Punkte skizzieren, die man vielleicht stark machen könnte in der öffentlichen und medialen Debatte. Also man müsste Öffentlichkeit herstellen. Die Stummen bekommen kein Land.
Sie können nicht darauf hoffen, dass die politischen Entscheidungsträger auf Sie zukommen, sondern Sie müssen den Druck erhöhen. Das haben Sie in Stuttgart 21, mit Stuttgart 21 schon einmal nicht ganz erfolgreich, aber fast erfolgreich unter Beweis gestellt. Und ich glaube, dass das ein Mittel ist oder ein Weg ist, den man beschreiten müsste, um entsprechende Änderungen herbeizuführen. Also das Gesetz der Masse, das gilt nicht nur in der Physik, sondern auch in der politischen Debatte. Sorgen Sie dafür, dass die demokratischen Strukturen wieder in der Form genutzt werden, dass den Interessen der Mehrheit Rechnung getragen wird. Denn man kann auch sagen, dass der Marktfundamentalismus, der sich an den Privatisierungsvorhaben konkretisiert, eine Art demokratischer Analphabetismus ist, denn mit jeder Privatisierung werden Entscheidungsbefugnisse vom Gemeinderat als demokratisch legitimierten Akteur hin zu Privaten verschoben, sodass die Entscheidungen jedenfalls prinzipiell von Personen und Gremien gefällt werden, die sich nicht öffentlich verantworten müssen. Und sie haben eigentlich die Interessen der Mehrheit auf ihrer Seite. Es gab eine Umfrage vor 3 Jahren von dem Fratest Dienert, wonach 20% der SPD-Wähler und 71% der Unionswähler sich darin einig sind, dass Bahn, Post und Gaswerk beim Staat besser aufgehoben wird als in privaten Händen. Und gerade im Zeitalter der Globalisierung, so viel vielleicht zum Schluss, ist der Staat wieder zum Adressaten für Schutzwünsche und Sicherheitserwartungen geworden. Und im Schatten der Wirtschafts- und Finanzmarktkrise kann man auch sagen, dass der Staat offenkundig wieder eine gewisse Reputation gewonnen hat und andernfalls das System, wie wir es derzeit noch kennen, mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit kollabiert wäre. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Professor Engartner. Das war jetzt für mich auch ein Genuss, so die Hälfte der Räuberpistole, die Sie vorgetragen haben, kannte ich noch nicht. Da habe ich jetzt mein Repertoire wieder ergänzen können. Ich könnte jetzt zum Thema Privatisierung auch noch viele konkrete Geschichten erzählen. Ich glaube, dass ich noch einige kenne, die noch drastischer und noch schlimmer sind, also was jetzt die Schicksale der Menschen anbelangt. Aber ich denke, dass das jetzt schon eindrucksvoll genug war. Ich würde gern zurückkommend auf die konkrete Auseinandersetzung, die wir gerade in Stuttgart führen. Also ich folge Ihnen, wir müssen breiter ansetzen, das ist ganz klar. Weil das betrifft ja nicht nur die ganze Bundesrepublik, sondern in anderen Ländern ist das ja ähnlich gelagert. Ich würde gerne auf einen Komplex zuspitzen, den Sie angesprochen haben. Wir hatten vorgestern, der eine oder andere von Ihnen wird dabei gewesen sein, im Rathaus eine Veranstaltung, und zwar die UN-Außenstelle Baden-Württemberg, da ging es ums Thema Wasser, und die ehemalige rot-grüne Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, Uschi Eid, war als Hauptrednerin geladen. Und das ist meine Lieblingsgegnerin in diesem Diskurs. Und genau an dieser Stelle möchte ich ein Detail rausarbeiten, was Sie auch angesprochen haben. Und zwar sagt sie, und nicht nur sie alleine, sondern das ist der Tenor der Privatisierer, also liebe Leute, mit der Privatisierung ist gar nicht so schlimm. Der Rechtsstaat und alles das, was er will, was wir hier gehört haben, kann erhalten bleiben dann, wenn man die entsprechenden Verträge macht. Also man macht einfach einen Vertrag, da steht dann drin, ihr müsst das und das machen, was wir gemacht hätten, wenn es noch öffentlich wäre. Das klingt in der Theorie ganz gut, nur die Macht des Faktischen stellt sich komplett dagegen. Das muss man im Auge behalten. Das wäre so ähnlich, wie wenn Sie zu einem Schäferhund sagen, bitte pass mal eine Stunde auf den Wurstladen auf, aber bitte esse kein Fleisch, sei so gut. Also ich möchte das vertraglich mit dir festhalten. Also das geht nun mal faktisch nicht. Und wenn man sich vorstellt, ganz arme Länder in Afrika oder so, wenn die antreten sollen gegen diese 8 größten US-Kanzleien, die übrigens einen Umsatz von weit über 10 Milliarden haben, das kann man natürlich völlig knicken. Das heißt, wie auch immer solche Verträge aussehen, Verträge, das wäre nochmal ein Einzelthema, Stuttgart und seine Verträge, da könnte man viel drüber sagen, aber das funktioniert im Praktischen nicht. Das heißt, die Prinzipien, von denen wir heute Abend gehört haben, die lassen sich in der Tat nur mit Leben erfüllen, wenn das hoheitlich ist und nicht verkauft wird an Bertelsmann oder andere Konsorten. Wir haben natürlich solche PPP-Modelle auch in Stuttgart gehabt. Eines ist zum Glück aufgeflogen, die Sanierung vom Mineralbad Berg. Es kommt dann ja immer so nett daher, wenn dann gesagt wird, also wir können das Bad sanieren und das kostet gar nichts. Gar nichts ist gut, das machen wir. Wenn man aber das hochkapitalisiert, das heißt die Renovierung hätte 26 Millionen gekostet und wenn man die monatlichen Zahlungen hochkapitalisiert, wären es ungefähr 100 Millionen gewesen.
man müsste mit Herrn Föhl vielleicht nochmal besprechen, wie diese Zahlen miteinander und so weiter. Also da gibt es natürlich auch schöne Beispiele oder eines der schönsten Beispiele, die Unterquerung der Trave mit dem Herrentunnel. Wilfinger und Berger war dabei. Da hat man die Brücke, die oben drüber geht, erstmal abgerissen, also dass man nur noch so rüberkommt. Und jetzt hatten die Leute nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder außen rumfahren, das wären 36 Kilometer gewesen, oder eine kleine Maut bezahlen für die nächsten 30 Jahre. Ein Lastwagen zahlt, wenn er durch diesen Herrentunnel fährt, der die Trave unterquert, 8 Euro. Ein Pkw ist ein bisschen billiger. Das heißt also, das ist Privatisierung. Ich hatte mal, weil ich damals so wütend war, jemand angesprochen auf der Bundesebene aus einem Ministerium. Und dort wurde mir gesagt, der Bund selber hätte das nicht machen können, weil das 120 Millionen gewesen wären. Und er hätte jetzt nur einen Zuschuss von 90 Millionen geben und dadurch wäre das günstiger gewesen. Also gut, das nur als kleine Anekdote neben hier. Höhere Bildung ist natürlich ein ganz schlimmes Thema. Uni Stuttgart, ich kenne einige, die sagen, dass ihnen der Geldhahn zugedreht wird, mit dem Hinweis, wenn ihr weiter existieren wollt, holt euch doch Drittmittel. Und da gibt es bestimmte Firmen, die ganz besonders gerne den Unis helfen und Drittmittel geben. Das ist zum Beispiel Microsoft, die machen das sehr gerne, gerade wenn Informatik im Spiel ist. Oder bei der Landwirtschaft ist Monsanto auch sehr gerne bereit, mitzufinanzieren. Die ETH Zürich ist eine der Top 10 Universitäten weltweit und ist eigentlich noch öffentlich. Und eine enge Freundin von mir hat mir versichert, dass das Curriculum für Landwirtschaft an der ETH Zürich von Monsanto bestimmt wird. Also nur so, was dabei rauskommt, ist klar nicht. Und um es abzukürzen, wir haben es überall mit diesen Erscheinungen zu tun. Das Europäische Patentamt ist gerade dabei, laufend, obwohl es verboten ist, also Gesetze werden auch gar nicht mehr eingehalten. Also noch nie eingehalten worden. Ja, noch nie, das stimmt nicht ganz. Gut, die sind gerade dabei, Leben zu patentieren, und zwar natürliche Züchtung. Das heißt, Leben wird hier patentiert gerade. Und das sind, und in allen Bereichen, man könnte da jetzt noch weit fortsetzen, gibt es diese Erscheinungen. So, ich würde jetzt gern öffnen zur Diskussion und bitte fühlen Sie sich frei, zu fragen an unsere Referenten oder auch selber Statements abzugeben. Wir wollen das nicht zensieren. Bitte. Wo haben wir Mikrofone hier? Ja, aber ich weiß nicht, ob es funktioniert. Doch, man hört. Okay. Dann, wenn wir das Mikrofon vielleicht rumgehen lassen, bitte. Ja. Guten Abend. Ich hätte eine Frage. Sie haben gesagt, man muss die Masse mobilisieren. Das heißt, ein Einzelner hat keine Chance vor Gericht. Dann fangen wir auch an. Hallo? Ja, ja, ist gut. Also nochmal. Sie haben gesagt, man muss die Masse mobilisieren, wenn man eine Wirkung erzielen will. Das heißt, der Einzelne vor Gericht hat keine Chance. Ich sage, weil ich meine Erfahrung gemacht habe, ne? Während der Instanzen des Bundesarbeitsgerichts, ja. Im Universitäts, deswegen ist konkret aus Erfahrung. Ja. Es ist folgendes, der Bereich, über den wir hier sprechen, gibt es keine individuelle, persönliche, juristisch-subjektive Rechtsposition. Das Sozialstaatsprinzip, jetzt auch die kommunale Selbstverwaltung, das sind objektive Strukturelemente und losgelöst, wie etwa jetzt, wenn Sie einen Bußgeldbescheid bekommen, weil Sie die Geschwindigkeit im Straßenverkehr überschritten haben. Da tritt der Staat gegenüber dem einzelnen Menschen mit Hoheitsgewalt entgegen und da kann man auch selber klagen. Aber bei den Fragen, die wir hier haben, und auf der kommunalen Ebene dann auch mit Bürgerbegehren, Bürgerentscheid, da gibt es keine individuelle Rechtsposition. Und deshalb kann man solche auch nicht vor Gericht geltend machen. Bei der Anfechtung von Gebührenbescheiden, wo Adressaten geltend gemacht haben, die sind überhöht, die Kalkulation ist nicht in Ordnung, da haben dann die Gerichte versucht, sozusagen vorgeschaltet,
die Energieversorger zu zwingen, ihre Kalkulationsgrundlagen offenzulegen, die sittenwidrig und nicht angemessen sind. Das ist aber die einzige Möglichkeit. Aber sonst, wenn es um Strukturelemente geht, kann der Einzelne nicht vor Gericht auftreten. So, schönen Abend. Mein Name ist Jürgen Seuger, ich bin in Stuttgart geboren. Eine Frage an Sie, Herr Engert. Engert, könnten Sie vielleicht überlegen, Sie einen Begriff, etwas lauter, einen Begriff durch einen anderen zu ersetzen, nämlich den Begriff Politik durch Gesellschaft. Warum? Politik wird meines Erachtens nach immer noch in einem ganz bestimmten Kontext Zusammenhang gesehen, nämlich von den Parteien ausgehend. Sie sind diejenigen, die entscheiden und bestimmen. Tatsächlich haben Sie aber im Auftrag und sind der Gesellschaft zu entscheiden. Also in unserem Auftrag, nämlich der Bürger. Und wenn Sie die Begriffe Politik durch Gesellschaft ersetzen, den Sie ja häufiger verwandt haben, dürfte das zielführender sein. Ja, dann versuche ich mir nicht zu exkulpieren. Also das ist natürlich verkürzt in einem mündlichen Vortrag. Ich wollte mit dem Begriff der Politik umschreiben, dass die politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger adressiert werden sollten, bestenfalls von einer möglichst gesellschaftlich breit aufgestellten Gruppe. Also was ja anfänglich auch von Herrn Löwe formuliert wurde, dass die Parteien unabhängig sind, würde ich zunächst mal als einen Vorteil erachten. Sie werden nicht in ein politisches Lager gesteckt, sie werden nicht in Abhängigkeit von der kommunalen Spitze hier verbrannt, sondern sie können sich als unabhängige Experten quasi in der Öffentlichkeit darstellen. Ich würde zwingend davor warnen, dass also die Stummen bekommen kein Land. Das heißt, wenn sie sich nicht artikulieren, in die Öffentlichkeit treten, dann hört man sie auch nicht, weil sie nicht in herausgehobenen Positionen politische Entscheidungen treffen. Aber natürlich kann man strategische Allianzen schmieden. Und wenn man geneigte Akteure gewinnt, aus dem wörtlichen Mittelstand etwa, die eine ähnliche Initiative fahren und sagen, wir wollen uns vor steigenden Abwassergebühren, vor steigenden Müllentsorgungsgebühren und so weiter verwahren oder vor steigenden Fernwerbekosten, dann ist das eine breite Phalanx, die da auftritt. Nur, vielleicht bin ich da nicht mehr naiv genug, aber die Gesellschaft bestimmt ja selten die Geschicke der Gesellschaft, wenn man das so verkürzt aussagen kann. Das sind halt die Gesellschaften bestimmen, nicht die Politik oder Politiker. Ich würde darum bitten, dass wir mit den Wortmeldungen weitermachen. Ja, das okay ist. Dann ist hier. Ja. Da und danach Barbara Kern. Bitte. Kommen wir gleich runter. Mein Name ist Jürgen Wissand. Ich habe eine Frage zur Stuttgarter Situation. Es ist ja so, dass der Gemeinderat sich das Bürgerbegehren zurück auf der Wasserversorgung, der Wasserversorgungsnetze und zum Betrieb der Wasserversorgung ja zu eigen gemacht hat. Also wir brauchen hier im Prinzip nicht mehr darüber diskutieren, ob das Wasser rekommunalisiert wird, die Wasserversorgung. Das ist beschlossen worden. Um was es gerade geht, ist die Rekommunalisierung der Energieversorgung, also Strom und Gas, Rückkauf Strom- und Gasnetze und Betrieb von Gas- und Stromnetzen. Und hier haben wir dann in Stuttgart die Besonderheit, dass ein Teil oder eine Mehrheit des Gemeinderats gern den Konzern EnBW mit im Boot hätte dabei. Das ist im ersten Blick ist es natürlich, widerspricht es der Rekommunalisierungsidee. Wir haben aber in Stuttgart oder im Land die Besonderheit, dass die EnBW seit dem MAPO-Stil ja sozusagen in Landesbesitz ist. Also das Land besitzt 49,5% der EnBW-Aktien und insofern sind wir hier in einer gewissen Zwickmühle, weil das Land ist ja auch ja, ein Vertreter des Bürgers. Und jetzt hätte ich gerne eine Einschätzung von Ihnen, wie Sie diese Situation bewerten. Also dass eine Rekommunalisierung gewollt ist, aber dass gleichzeitig ein Landesbetrieb mit im Boot sein soll. Sie müssen sich vor Augen führen, dass
ob und in welchem Umfang die Bürger beteiligt werden und Einfluss nehmen können auf kommunale Entscheidungen der zuständigen Gremien, also des Stadtrats. Das ergibt sich, und da kenne ich mich nicht aus hier in Baden-Württemberg, aus der Landesverfassung in Verbindung mit der Gemeindeordnung. Und welche Modalitäten, wenn also nicht ausdrücklich drin steht, dass sie zum Gegenstand eines Bürgerbegehrens ganz konkret ausgearbeitet, das gibt es in einigen Ländern, Gesetzentwürfe zum Gegenstand einer solchen Abstimmung machen dürfen, dann ist es Sache der kommunalen zuständigen Gremien, also nochmal Stadtrat, im Rahmen der geltenden Gesetze über diese Beteiligung zu bestimmen. Das können Sie im Einzelnen nicht steuern. Vielleicht darf ich kurz dazu noch ergänzen, wir müssen sehr wohl weiter über das Wasser streiten. Richtig ist, dass es einen Beschluss des Stuttgarter Gemeinderats gab, dass das Wasser wieder zu 100% kommunal betrieben werden soll. Gleichzeitig ist es auch richtig, dass Ex-OB Schuster mit der EnBW für weitere Jahre die Betriebsführung verhandelt hat, was also dem Gemeinderatsbeschluss zuwiderläuft. Dann nochmal, was den Mappustil anbelangt. Man sollte nicht den Teufel mit Belzebub austreiben. Das heißt, wenn jetzt der Mappustil, wenn die jetzt für ein paar Milliarden da bei EDF Anteile zurückgekauft haben, dann darf das nicht dazu führen, dass man die kommunalen Positionen der Selbstverwaltung aufweicht und sagt, gut, wir geben mal unsere eigene kommunale Selbstverwaltung auf, damit das Land besser den Mappustil finanziell verkraften kann. Also das ist ein fürchterlicher Gedanke. Man müsste fairerweise sagen, wenn nun mal der Ex-Minister oder der hier Mist gebaut hat, dann müssen wir diese Suppe auslöffeln. Wir dürfen aber nicht die kommunale Position der Selbstverwaltung deshalb preisgeben. Das kann man nicht machen, das ist nicht gut. Natürlich kommen die Parteien jetzt mit sich selber in Konflikt, weil möglicherweise die Interessen auf Landesebene und auf kommunaler Ebene nicht kongruent sind, das ist klar, aber da muss man durch, so ist das nun mal. Ich wollte noch was zum Vorredner auch sagen. Ich meine, die EnBW ist und bleibt eine Aktiengesellschaft. Und ob jetzt die oberschwäbischen Landräte da 46% haben und der Rest die Landesregierung, das hilft uns in Stuttgart überhaupt nicht weiter. Das ist ein Energiemonopol. Wir wollen dezentrale Strukturen und das will die EnBW nicht. Und vor allen Dingen wollen wir in Stuttgart auch über die Energieerzeugung Stuttgart selber bestimmen. Und das können wir nicht machen gegenüber so einer Aktiengesellschaft. Ausgeschlossen, egal wem sie gehört. So, dann wollte ich noch was sagen zu der Wassergeschichte, wo die Jens gerade schon angegangen ist. Da wollte ich in Verbindung mit dem Professor Engartner nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir haben sehr großen Druck erzeugt in Stuttgart. Wasser ist ein sensibles Thema. Wenn Sie den Film Water Makes Money angucken, da kommt Stuttgart schon als Sieger vor. Das Bürgerbegehren war erfolgreich, wie Jens gesagt hat. Dieser Punkt, der eine Satz, die Betriebsführung der Wasserversorgung muss in die Stadt gehen. Das war uns die einzige Forderung, weil die Betriebsführung das Entscheidende ist. Das sieht man bei Water Makes Money. Die Franzosen haben die Infrastruktur nie verkauft, nur die Betriebsführung vergeben. Und die können alle machen, was sie wollen, die Privaten. Ja, also der Druck war da und es wird auch verhandelt mit EnBW, jetzt vor Gericht auch, was die Wasserrohre kosten, was man dafür für den Preis zahlen muss. Aber hintenrum, was Jens gesagt hat, geht es wieder Verhandlungen mit EnBW über die Betriebsführung. Und das den Leuten gegen die Medien klar zu machen, wenn jeder sagt, wir haben die Wasserversorgung rekommunalisiert, das kriegen sie fast nicht mehr hin, weil die Leute alle glauben, das ist alles in Ordnung. Und da den Druck aufbauen, da würde ich, wenn Sie da einen Vorschlag hätten, das wäre super. Ja, jetzt kurz noch den Herrn Professor Groß noch die zweite Frage und dann, ja, das können wir so machen. Ja, Herr Professor Groß in Baden-Württemberg, gibt es das, haben wir vorhin schon gesprochen, das Instrument Bürgerbegehren, das haben die uns bei der Ablehnung unseres Bürger, bei dem zweiten Bürgerbegehren Energie und Wasser, wir haben das Wasser mit reingenommen, weil wir gemerkt haben, wie es läuft, aber da geht es auch um die Energie dann beim zweiten, haben die uns auch gesagt, dass es bürgerentscheidsfähig ist, aber wegen der Ausschreibung kann es nicht akzeptiert werden, dass das Bürgerbegehren rechtlich zulässig ist. Jetzt ist Folgendes, die ganzen Kanzleien, die jetzt die Ausschreibung begleiten, auch in Stuttgart,
die haben bis vor 2 Jahren, bis zu diesem Leitpapier, das kam vom Kartellamt, haben die praktisch das auch gesagt, es reicht ein Beschluss im Gemeinderat und ein Bürgerbegehren ist zulässig. Wir hatten ja auch Kontakt. Ja? Dann kam das Papier vom Kartellamt und dann hieß es hier, also das geht nicht mehr. Und da ist die Frage, wie kann ein Kartellamt so in den öffentlich-rechtlichen Raum reinpushen, wenn sie sonst die Gesetze nicht geändert haben? Und wenn wir nicht klagen können, wer kann klagen? Das kann doch nicht rechtens sein, dass das Kartellamt den ganzen öffentlich-rechtlichen Raum durcheinander bringt. Und die Kommunen machen gerade mit, das ist das Problem. Und die schaffen irgendwann recht, weil jeder hat Angst vor Klagen von Seiten der Konzerne. Wegen der Leitpapiere fühlen die sich ganz, ganz stark. So, das war's. Danke. Ja, was die Ratschläge angeht, tut man sich natürlich gemeinhin schwer, weil so war es, sonst hätten sie wahrscheinlich schon das Ziel erreicht. Wenn man sagen kann, in dem Zusammenhang passt vielleicht die Metapher vom steten Tropfen, der den Stein hüllt. Also grundsätzlich ist ja nicht das öffentliche Eigentum eine Gewähr dafür, dass alles im Sinne der Gemeinwohlorientierung läuft und sich nicht mit dem Prinzip der Gewinnorientierung deckt. Also wenn man an die Landesbanken denkt, die haben ja, oder auch einige Kommunen, wie Nordrhein-Westfalen hat sich da Gladbeck besonders hervorgetan und auch die Stadt Hagen, die haben in ähnlicher Manier mit Gewinnerzielungsabsichten das Interesse der öffentlichen Daseinsvorsorge verkauft, wenn man so mag. Das heißt, man müsste dahingehend wirken, dass die politisch Verantwortlichen, die in Verwaltungsräten etwa sitzen in den Stadtwerken, nicht die Gewinnerzielungsabsicht vor sich hertragen, sondern eben das Gemeinwohl. Es gab ja auch lange Zeit die Möglichkeit der Quersubventionierung. Also natürlich sind Theater, Museen und Schwimmbäder Zuschussbetriebe. Jetzt kann man hingehen, wie das in einigen Ruhrgebietsgestätten passiert ist, man hat die Wassertemperatur um 1 Grad Celsius abgesenkt, um die Heizkosten zu sparen. Als Stück der Teil der Heizkosten. Das ist natürlich auch kein probates Mittel auf Dauer. Nicht nur, wenn es um den Warmbadetag geht, sondern grundsätzlich. Das heißt, es muss einfach ein gesellschaftlicher Stimmungswandel erzeugt werden, da war das Wort Gesellschaft jetzt drin, damit man dafür sorgt, dass man sensibilisiert wird für die Vorzüge der öffentlichen Daseinsvorsorge und nicht alles schlecht macht, was mit staatlichem Engagement zu tun hat. Aber auch die IKB in Düsseldorf etwa, hat sich auch unter Einbeziehung namhafter Finanzpolitiker nicht von ihrer besten Seite gezeigt. Also öffentliches Eigentum an sich ist noch kein Garant dafür, dass die Dinge so laufen, wie man sich das idealtypischerweise vorstellt. Und ich glaube, man tut gut daran, Positivbeispiele zu zitieren. Also nehmen Sie das Beispiel Potsdam, Rekommunalisierung der Wasserversorgung dort. Das war eine breite Allianz im Jahr 2000 oder 99 schon, die sich da aufgelehnt hat. Das war kein parteipolitisches Projekt, das war kein Projekt, was von einer einzelnen Bürgerinitiativen getragen wurde, das war eine breite Bewegung der Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Und davor haben Politikerinnen und Politiker für gewöhnlich Angst. Was diese Schreiben anbetrifft, der Kartellbehörden, ist es so, dass Sie als Bürgerinnen und Bürger dagegen nichts tun können, aber eine Gemeinde, die sich nicht dran halten möchte, das ist im Grunde genommen nur Empfehlung, weil die Kartellbehörden keine Aufsichtsposition gegenüber Gemeinden und Städten haben, könnte also zum Beispiel Feststellungsklage erheben zum Verwaltungsgericht und dann, wenn es da keinen Erfolg hat, im Instanzenzug, dass dieses Schreiben und der Inhalt die kommunale Selbstverwaltungsgarantie verletzt. Die Gemeinde kann sich aber auch über das Regierungspräsidium an die Landesregierung wenden, dass die Landesregierung das auf Bundesebene klärt. Und gegebenenfalls müsste hier das Land, wenn diese Schreiben nicht aus der Welt geschafft sind und sie sich natürlich ihrer Auffassung anschließen, wäre das ein Übergriff in die Länderzuständigkeit. Weil für die Kommunen, deren Verhalten ist nicht das Bundeskartellamt zuständig, sondern ist die Landesregierung und die Landeskartellbehörde wiederum, das sortiert nach meiner Erfahrung bei den Wirtschaftsministerien auf Länderebene und das ist die Sache der Landesregierung, hier das klarzustellen. Aber die einzelnen Bürgerinnen und Bürger haben da keine Klagemöglichkeit. Ja, das ist natürlich eine Schwierigkeit, dass in so wahnsinnig wichtigen
Fragen? Es ist, wie soll man sich als Staatsbürger da verhalten, nicht? Wenn man solche Schwergewichte vor sich hat? Da oben waren zwei Meldungen, danach melde ich mich mal, aber ich habe auch eine Frage an Sie. An das ist jetzt noch hier und dann oben noch zwei. Okay. Gut, wollen Sie bitte. Zusammennehmen? Jetzt gucken wir, wie die Frage aussieht. Das entscheidet okay. Bitte. Also LaSalle, einer der Begründer der deutschen Arbeiterbewegung, hat mal gesagt, dass die wirkliche Verfassung die tatsächlichen Machtverhältnisse wären. Gemeint hat er die Machtverhältnisse zwischen den ökonomisch Mächtigen und den ökonomisch Beherrschten oder Ausgebeuteten. Und der Herr Professor Bruss hat ja viel zitiert aus den 50er Jahren und was da dann als Verfassungsgerichtsurteile oder quasi Verfassungsrang verstanden wurde. Und ich finde, es ist kein Zufall, dass es in der Zeit anders war, weil in der Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg das System Kapitalismus insgesamt in Frage gestellt wurde, von einer breiten Schicht. Und dazu kommt ja noch, dass es auch eine Systemkonkurrenz gab im Ostblock. Also ich finde nicht, dass die sozialistisch waren, diese Länder, aber es war trotzdem, der Kapitalismus war abgeschafft und das hat der Westen als Bedrohung empfunden. Und deshalb waren sie gezwungen, hier enorme Zugeständnisse zu machen. Das hat sich natürlich dann auch in entsprechenden Gesetzen zum Ausdruck gekommen. Ich will nur noch mal sagen, als Beispiel, es gab damals Abstimmungen oder Volksbefragungen, da war die überwiegende Mehrheit für die Sozialisierung der großen Industrie und das Ergebnis waren eben nur die Mitbestimmung, aber nicht die Sozialisierung. Aber die waren gezwungen, aufgrund von dem Druck Zugeständnisse zu machen. Und das ist alles weg. Der Kapitalismus wird weniger denn je heute in Frage gestellt und das führt dazu, meiner Meinung nach, dass die ganz anders agieren können. Und es ist auch noch das Problem, dass die riesigen Kapitalmengen, die heute vorhanden sind, die müssen natürlich wieder profitabel angelegt werden. Und wenn die Märkte nicht wachsen, dann muss man andere Möglichkeiten suchen. Und deshalb muss dann eben privatisiert werden, sprich Bereiche, die bisher noch nicht der Ausbeutung und der Kapitalverwertung unterliegen, müssen dann dafür preisgegeben werden. Deshalb gibt es solche Projekte wie Stuttgart 21, deshalb wird spekuliert mit allen möglichen Sachen bis hin zu Nahrungsmitteln. Und ich finde, dass das eigentlich wirklich wichtig ist, dass man den Zusammenhang herstellt und sieht, was da abgeht, dass dieses System wieder grundsätzlich in Frage gestellt werden muss. Also, dass man da hinkommt. Und ich bin, also das heißt, wir müssen da wieder zu dem Punkt kommen, die realen Machtverhältnisse zu verändern. Und das kann man nur, indem man öffentlichen Druck aufbaut. Und ich finde auch bei der Wassersache in Stuttgart, denke ich, dass wir die Chance haben, das, was die da an neuen Ausverkauf betreiben, nicht nur beim Wasser, sondern auch bei der Energie, dass wir das selber öffentlich machen müssen. Mit Flugblättern, mit Infoständen und mit all den Mitteln, die wir in der Vergangenheit auch genutzt haben bei Stuttgart 21 und bei anderen Kampagnen. Und ich bin da nicht so pessimistisch, dass wir das nicht erklären können, was da gerade abläuft. Und dass wir da öffentlichen Druck aufbauen können, sind jetzt vielleicht ein bisschen spät dran, aber ich sehe das nicht ganz verloren, aber wir müssen ja einsehen, nächstes Jahr ist eine Kommunalwahl und die wollen alle wiedergewählt werden und die wollen alles so tun, als ob sie hier wieder alles, also diese Sachen kommunal gemacht haben. Und wir müssen erklären, dass das nicht der Fall ist und da entsprechend Druck aufbauen. Stimme ich vollkommen zu und vielleicht können wir alle daran arbeiten, dass wir vom Wasserforum mal auf einer Montagsdemo mal 3 Minuten Redezeit bekommen. Das ist alles jetzt nicht. Es sind nicht immer nur die Konzerne, sondern die sozialen Bewegungen müssen sich teilweise auch selber mal reflektieren und debattieren, wo es innerhalb der sozialen Bewegung hängt. Bitte. Vorher ist die Frage aufgetaucht, wie man mehr Öffentlichkeit erzeugen kann. Und ein Vorschlag ist, diese Anliegen, die verschiedenen kleinen Anliegen, sind ja auch verschiedene Sachen verteilt worden, zu bündeln. Und man kommt in unserem politischen System leider nicht umhin, wenn man sich, also vorhin ist die Frage gestellt worden nach der Politik, zu sagen, jawohl, wir wollen eine Partei gründen, denn die AfD, schauen Sie sich an, der Herr Professor Stavatti, der hat hier in Untertürkheim in der Sängerhalle gesprochen, die Halle war rappelvoll, da sind sie gar nicht mehr reingekommen, so voll war die.
Also das heißt, wenn ich jemanden habe, eine attraktive Persönlichkeit, die auch ein paar Leute ziehen kann und sagen, jawohl, wir gehen rein in die Arena, gehen in die Politik, das geht nicht ohne parteipolitische Strukturen. Wird nicht allen gefallen. Aber wenn Sie bei der Bürgerbewegung bleiben wollen, werden Sie die Öffentlichkeitswirkung nicht erreichen, die Sie sich wünschen. Ja, das ist schön, weil da kann ich gerade anschließen, weil ich glaube schon, dass es Mittel gibt, auch durch die Bürger ohne die Parteien wieder deutlich zu machen, dass die Bürger noch Macht haben. Und deswegen mein Plädoyer nochmal hier. In Baden-Württemberg gibt es gerade eine Reform für die direkte Bürgerbeteiligung und leider ist es so, dass es eben keine Bürgerbewegung gibt, die dahinter steht und jetzt aufpasst, dass die Parteien da auch tatsächlich was zum Besseren verändern, weil ich glaube, wie vorhin auch schon gesagt wurde, wir brauchen positive Beispiele, sonst glauben die Bürger nicht daran, dass sie diejenigen sein können, die auch wieder was zum Besseren verändern können, die auch wieder diese Rekommunalisierungsbestrebungen stärken können, die da auch Erfolge erzielen können. Und deswegen ist es erstens wichtig, dass wir uns bei der Reform der direkten Bürgerbeteiligung hier in Baden-Württemberg anstrengen, weil die ist auf keinem guten Weg. Die Parteien haben wieder mal viel versprochen und es wird nichts passieren, wenn die Bürger nicht Druck machen. Und nochmal ein ganz anderes Plädoyer, und das ist, glaube ich, wirklich entscheidend, dass wir auch auf Bundesebene die direkte Demokratie stärken. Wenn nämlich einmal die Bürger gesehen haben, dass es auch einen bundesweiten Volksentscheid geben kann, der von den Bürgern angestrebt wurde, zu einem Thema, was extrem wichtig ist und was auch sicher in die Richtung gehen wird, gegen den Kapitalismus oder gegen Bestrebungen, wieder mehr den Staat zu stärken, auch in der Infrastruktur in der Öffentlichen. Wenn wir mal so ein Beispiel hatten und die Bürger gesehen haben, dass man auch ohne Parteien in einem zivilgesellschaftlichen Bündnis Erfolge erzielen kann und direkt Politik bestimmen kann, dann glaube ich, dass auf kommunaler Ebene wieder sehr viel mehr Bürgerinitiativen den Mut hätten, sich gegen Konzerne zu wehren, sich gegen Politiker zu wehren, die immer noch auf dem Liberalismus-Trip irgendwie mitschwimmen. Und dass wir da auch dann eine ganz größere Öffentlichkeit erreichen können, die wir jetzt auch brauchen für solche Anliegen, wie auch jetzt die Rekommunalisierung in Stuttgart. Und deswegen möchte ich euch alle bitten, den bundesweiten Volksentscheid mitzuerkämpfen, damit wir wieder beweisen können, dass die Bürgerschaft noch politisch ist, dass sie auch in der Lage ist, Politik zu gestalten und dass wir uns nicht länger von der Wirtschaft und dem Konkurrenzverhältnis in der Wirtschaft eben Priorität hat, an die Wand drängen lassen. Ich bin dann so frei und setze meine Frage noch dazu, und wenn Sie beide dann bitte, so wie Sie es für richtig halten, darauf antworten. Bei der juristischen Auseinandersetzung, die wir gerade führen, bei der Stuttgarter Situation, steht ja einmal im Mittelpunkt § 46 Energiewirtschaftsgesetz. Da wird gefordert Bekanntmachung, aber es wird einfach gesagt, Bekanntmachung ist dasselbe wie europaweite Ausschreibung und Wettbewerb, das ist einfach so. Ihr dürft als Kommune nicht mehr einfach selber eure Grundversorgung betreiben, eure Netze, also das sogenannte Inhouse-Geschäft, sondern ihr müsst europaweit ausschreiben. Also das ist der eine Kronzeuge, und dann kontert, wir haben bis jetzt gekontert mit dem Gegenargument, dass das Grundgesetz lang höher ist, das hatte ich ja gerade schon erläutert, und dass wir hier einen Verfassungsbruch sehen, wenn hier einfach den Kommunen vorgeschrieben wird, dass sie europaweit ausschreiben müssen. Und die letzte Entscheidung des Verwaltungsgerichts Stuttgart sagte, ich zitiere das jetzt mal möglichst genau, weil das für mich ein Kernpunkt ist, das wäre richtig, dass 28.2 Grundgesetz, die kommunale Selbstversorgung und so weiter, und das würde auch alles dazugehören, bis dahin hätten wir recht, aber, jetzt zitiere ich fast genau, der Gesetzgeber wünsche sich jetzt Wettbewerb, und deswegen müsste jetzt das Grundgesetz da ein bisschen zurücktreten und der Einschnitt in die Grundrechte wäre nicht unverhältnismäßig. Das heißt, wir streiten über den Begriff der Verhältnismäßigkeit. Jetzt haben wir gekontert und haben gesagt, nein, Sie greifen in die Grundsubstanz ein. Das ist nicht eine kleine Lackkorrektur an der Beule, sondern das ist die Grundsubstanz selber, in die Sie eingreifen. Und die halten gegen und sagen, es ist nicht unverhältnismäßig, wenn man jetzt sagt, das Wettbewerbsprinzip, ich zitiere wörtlich Dolde Main, die Anwaltskanzlei, die die Stadt Stuttgart beauftragt hat, das Wettbewerbsprinzip ist hier vorrangig. Und das ist meine Frage an Sie. Es dreht sich um den Begriff der Verhältnismäßigkeit, der sich natürlich viel schlechter fassen lässt als eine Geschwindigkeitsübertretung. Und wir sind da hilflos und ratlos. Wir sitzen nächtelang zusammen und wir sind natürlich ein ganz kleines Licht im Vergleich zu diesen großen Anwaltskanzleien und wissen nicht,
wie, und zumal wir auch selber keine Klagebefugnis haben. Und meine Frage ist an Sie, wie können wir uns da überhaupt noch halbwegs sinnvoll wehren? Danke. Ich muss Sie mal kurz sortieren. Also, das Bürgerbegehren durchaus wahrgenommen und von Erfolg gekrönt sein können, haben Sie gesehen an dem europäischen Bürgerbegehren im Zusammenhang mit Wasser. Aber wir haben auch in München eins gehabt, wegen der Studiengebühren, das Erfolg hatte, und auch bundesweit, der Inkerner kennt ja noch mehr Beispiele. Es ist einfach das Problem, ich wiederhole es jetzt nochmal, dass es hier in diesen staatsorganisatorischen Bereichen, das ist der Fachausdruck, es keine individuelle Rechtsposition gibt, sodass der Einzelne nicht klagen kann. Das andere ist, hier, da unterscheide ich mich jetzt juristisch von dem Verwaltungsgericht, die kommunale Selbstverwaltungsgarantie ist, Sie haben es schon vorher mal erwähnt, im Rahmen der Gesetze gewährleistet. Das heißt, das Grundgesetz gibt keinen genau umschriebenen Kern der Selbstverwaltungsgarantie einer Kommune vor, was dazu gehört. Traditionell, und das ergibt sich aus den Gemeindeordnungen der Länder, geht zurück auf die deutsche Gemeindeordnung von 1923, gehören aber die kommunalen Infrastrukturbereiche dazu, aber schon früher zum Beispiel auch das kommunale Schlachthaus und so weiter, und Sie sehen, welche Entwicklung da sich ergeben hat. Und deshalb ist es die Frage, und das ist jetzt Sache vom Verwaltungsgericht, sondern das wäre Sache des Landesverfassungsgerichts, wenn es da die kommunale Verfassungsbeschwerde gibt, dass eine Gemeinde, die sich eingeengt fühlt, sei es durch konkrete Maßnahmen oder durch gesetzgeberische Regelungen, dass sie dorthin kommunale Verfassungsbeschwerde erhebt, Selbstverwaltungsrecht sei verletzt, und wenn sowas nicht gibt, dann, auf Landesebene, dann gibt es unter bestimmten Voraussetzungen die Kommunalverfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht. Und das ist jetzt hier die Frage, ist hier wirklich für die kommunale Ebene hier durch den Gesetzgeber, Land muss es sein, wenn Kommunalrecht Landesrecht ist, oder unter bestimmten Konstellationen durch Bundesgesetze vorgeschrieben, dass die Gemeinden ausschreiben müssen, solche Wasserversorgung. Das ist jetzt keine Frage, dass dadurch das Grundgesetz außer Kraft gesetzt wird, sondern die Ermächtigung zu solchen konturierenden Regelungen, wie das in der Fachsprache heißt, ist im Grundgesetz selber angelegt. Also der Rückschluss, dass wenn die Gemeinde irgendwie etwas eingeengt wird durch den Gesetzgeber, dann würde sei die Verfassung außer Kraft gesetzt, der ist so nicht richtig, das muss ich ganz deutlich sagen. Aber das Hauptproblem liegt ganz woanders bei diesen Ausschreibungen. Und zwar, das ist übergeordnet, gilt für die ganze EU-Ebene, gilt für die Bundesebene, ist die öffentliche Infrastruktur ein Bereich, der nun dem Wettbewerbsrecht als solchem und der Ausschreibungspflicht auf EU-Ebene bei erreichender Schwellenwerte und wenn drunter, aber jedenfalls nach deutschem Recht, es gibt nicht Ausschreibungspflicht, im Übrigen auch Haushaltsrecht und den Gemeindeordnung beruht auf dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit öffentlichen Mitteln, also da gibt es auch Ausschreibungspflichten, so ist es nicht. Aber es geht ja darum, ob die Gemeinde über so eine Ausschreibung dann faktisch gezwungen ist, den Betrieb insgesamt auch an einen Privaten zu übertragen. Das ist das Problem, nicht die Ausschreibung als solches. Damals bei der Müllabfuhr, die ich Ihnen genannt habe, war es so, dass die Müllabfuhr staatlich war, aber der Betrieb wurde ausgeschrieben unter mehreren Wettbewerbern. Wer bietet dort die beste Gewähr für die Erfüllung dieser öffentlichen Pflicht, Abfallbeseitigung? Also Sie müssen das so auseinanderhalten. Und also Ausschreibung jetzt, wie soll die gestaltet sein und was ist der Sinn? Privatisierung oder nur, dass die Gemeinde das Ganze in ihrer Hand behält, aber eben den Betrieb, den an
einen privaten Wettbewerber überträgt, aber eben das Bestimmungsrecht und alles behält. Aber jedenfalls, dass die Verfassung außer Kraft gestellt wird durch solche gesetzgeberischen oder sonstigen Maßnahmen, das kann man so nicht sagen. Das wäre schief. Habe ich irgendwas übersehen? Irgendeine Frage nicht beantwortet? Also, ja, und noch was, das mir deutlich kommt bei vielen Ihrer sehr verdienstvollen Beiträge und Fragen. Wir haben im Grundgesetz, das war ja auch schon eine Diskussion in der jüngeren Vergangenheit, ob die Bürger einen Anspruch hätten auf gute Verwaltung und gute Gesetzgebung. Ich sage Ihnen ganz deutlich, davon halte ich nichts, denn das, wer kann das definieren? Und vor allen Dingen, dann werden Entscheidungen, denkst du an Stuttgart 21, ich habe erwähnt, ich bin hier aufgewachsen, Stuttgart 21 gibt es jetzt etwa 50 Jahre. Und genauso wie der Pragsattel alle 10 Jahre umgebaut wurde, also dann sind solche Planungsentscheidungen und andere, und dazu gehört auch die Frage Privatisierung oder nicht, dann rührt sich gar nichts mehr, dann haben wir Stillstand. Aber dass das natürlich korrekt gemacht werden muss und alles, und wenn ein Bürgerbegehren vorgesehen ist, in der Landesverfassung und auf der Gemeindeebene durch die Gemeindeordnung und es wird ordentlich zulässig durchgeführt, entsprechend den bestehenden Verfassungsrechten und gesetzlichen Bedingungen und führt zum Erfolg, dann ergeben sich die Folgerungen daraus, was dann die Regierung oder der Stadtrat oder Gesetzgeber auf Landesebene zu tun hat, genau daraus steht in der Verfassung drin, habe ich vorher schon mal erwähnt, da haben wir sogar einen Gesetzentwurf noch in manchen Ländern zur Volksentscheid stellen kann, oder aber eben auf kommunaler Ebene, wie bei der Bauleitplanung, die Bürgeranhörung und so weiter, was es alles gibt, wie das halt ausgestaltet ist. Aber Sie müssen sich verabschieden von der Vorstellung, dass Sie nach dem, was ich jetzt auch von Baden-Württemberg kenne, aber überhaupt bundesweit, dass man als Bürgerinitiative, wenn es noch so verdienstvoll ist, dass man gestalterisch bis ins letzte Detail sich durchsetzen kann, es sei denn, ich wiederhole es nochmal, es ist vorgesehen, dass zum Gegenstand eines solchen Bürgerbegehrens ein vorformulierter, konkreter Gesetzentwurf gemacht werden kann und der dann auch umgesetzt werden muss. Und wenn es das in der Landesverfassung, der Kommunalordnung nicht gibt, führt da kein Weg. Kann ich gerade kurz darauf antworten? Also das ist vorgesehen. Und deswegen kam man mit dem Bürgerbegehren 100 Wasser ja durch, deswegen wurde es so angenommen. Also immer dann, wenn Gemeinderat einen Beschluss fassen kann, so ist es von unserer Verfassung her, oder Kommunal- oder Landesverfassung, können auch die Bürger den Gemeinderatsbeschluss korrigieren, wenn sie glauben, das ist falsch. Weil Bürger sind ja die untere Instanz und das ist noch ein demokratischeres Verfahren. Und deswegen kam es mit dem Wasser durch, wurde so angenommen. Diese Tricksereien jetzt ist eine andere Geschichte. Und wir wären auch mit dem anderen Bürgerbegehren durchgekommen, Energie. Da kam aber dann das Kartellamtspapier. Das ist der einzige Grund. Das hätte angenommen werden müssen. Es hat uns ein Jurist, der jetzt Ausschreibungen begleitet und sagt, das geht nicht anders, hat uns damals auch beraten. Aber da kommt es bloß mit der Feststellungsklage dann durch und da sind es auf die Gerichte angewiesen. Also anders geht es nicht, dass eben pflichtwidrig die Stadt unterlassen hat, also dann der Gemeinderat, diese Bürgerbegehren Folge zu leisten und in der Fachsprache heißt es Inzident, muss dann das Verwaltungsgericht entscheiden, hier hat es scheinbar einbezogen mit der Ausschreibungspflicht, wie soll das Gericht, ist genauso wenig, ich habe es vorher schon gesagt, wie der Stadtrat an dieses Schreiben der Kartellbehörde gebunden, weil die nämlich keine Aufsichtsbefugnis haben über Gemeinde auf Landesebene. Und das muss dann aber im Rechtsweg entschieden werden. Und wenn sie beim Verwaltungsgericht keinen Erfolg haben, muss sich der Verwaltungsgerichtshof auf Berufung hin oder nicht Zulassungsbeschwerde, wie auch immer, oder Zulassungsbeschwerde damit beschäftigen. Und da muss geltend gemacht werden, dass hier das Bundeskartellamt oder die Landeskartellbehörde außerhalb der Gesetze handelt. Dass die Zuständigkeit schon fehlt und das ist auch sachlich falsch. Das heißt, wir könnten nach dem Verwaltungsgerichtshof weitermachen? Also nach dem Verwaltungsgerichtshof wird es langsam schwierig, weil zum Bundesverwaltungsgericht gibt es bloß die Nichtzulassungsbeschwerde
und hier eine Verfassungsbeschwerde für Bürgerinitiative. Also da sehe ich im Moment noch keinen Hebel. Aber jedenfalls die nächste Instanz von Amtsgesetz, das wäre das Wichtige. Also wir haben gerade zwei Verfahren, es tut mir leid, dass wir so speziell werden, aber dass Sie so ein bisschen mitkriegen, worum es geht. Das eine ist ein Eilverfahren, was gerade beim VGH in Mannheim anhängig ist, wo wir erzielen wollen, dass der Gemeinderat keinen, also ähnlich wie bei ISM, nicht damals, keinen Beschluss fasst, der unserem Bürgerbegehren zuwiderläuft, bevor rechtlich geklärt ist, ob unser Bürgerbegehren zulässig war oder nicht. Das eine ist der Eilantrag und das andere ist das Hauptsachenverfahren. Also diese beiden Sachen laufen. Und wir hatten damals, also das Bürgerbegehren war zulässig und gültig und alles, 27.000 Unterschriften. Und das Hauptargument war, dass das Bürgerbegehren unzulässig ist, da auf ein rechtswidriges Ziel gerichtet. Und mit rechtswidriges Ziel ist gemeint, dass eine Kommune heute nicht mehr einfach ihre Netze selber betreiben darf, sondern europaweit im Wettbewerb ausschreiben muss. Das heißt, diese Denkweise geht zurück auf diesen Leitfaden vom Bundeskartellamt und von der Bundesnetzagentur. Das hat natürlich überhaupt keinen rechtlichen Charakter, das ist klar, aber die Denkweise wurde dadurch angeregt und die Kanzleien, die jetzt hier mit im Spiel sind, die sagen jetzt einfach rechtswidriges Ziel und wir lehnen das Bürgerbegehren ab und damit ist die Diskussion beendet. Punkt. Also das ist der Hergang gewesen. Ganz kurz ergänzen, das betrifft ja die Kommunen ganz fatal irgendwann. Es gibt ja schon Juristen, die sagen, ja, also das ist sehr bedenklich, wenn eine Kommune sich selber um die Energie- und Gasbetrieb bewirbt und dann gleichzeitig noch die Entscheidung trifft der Gemeinderat in der Ausschreibung. Ne? Das kann ja gar nicht sein, weil das ist ja befahren. Das heißt, es soll irgendwann dazu kommen, dass es ausgelagert wird. Und es gibt auch schon viele Kommunen, die lassen das von externen Kanzleien bestimmen, wer ist der Beste. Die entmachten sie selber, so weit geht schon. Aber da haben wir Ihnen jetzt heute sehr viele Argumente an die Hand gegeben. Deshalb die globale Betrachtungsweise, denn die widerlegt diese Argumentation. Und dann kommen wir gerade noch auf den Einwurf vorher. Also der Berliner Wassertisch hat es geschafft, dass die Tagesthemen darüber einen größeren Bericht gebracht haben. Und der Unternehmen dann auch in dem Zusammenhang mich interviewt. Und deshalb ist wichtig, nochmal, Herr Inke hat da mehrfach darauf hingewiesen, Sie brauchen da einfach Bundesgenossen, die mediale Öffentlichkeit und so weiter. Und dann natürlich direkt im Rechtsstaat, dass man auch den Gerichtsweg bemüht, aber Erfolg garantiert ist, ich komme in den Karlau jetzt natürlich nicht, aber ich meine schon, dass wir Ihnen heute so viele Argumente an die Hand gegeben haben, dass sie sich da ganz anders vorstellen. Ja, als didaktisches Prinzip kann man sagen, vom Speziellen zum Allgemeinen. Also in den juristischen Feinverästelungen kenne ich mich nicht aus, da kann ich nichts zu sagen, aber es kamen ja ein paar Fragen von den oberen Rängen, was man mit der Parteineugründung und so weiter anstreben sollte. Also ich halte in dem Fall nichts davon. Es gibt auch konservative Kräfte im Landkreis Aachen etwa, in Leichlingen dann die Gegend, im deutsch-holländischen Grenzgebiet, wo konservative Bürgermeister Rekommunalisierung angestrengt haben. Die Entscheidung über Rekommunalisierung steht und fällt mit der Kassenlage. Das heißt, wenn eine Kommune Geld in der Kasse hat, ist die bereit, Geld zu verausgaben. Kleines Beispiel ist auch Ingelheim am Rhein. Die schwimmen im Geld, weil der Böhringer Ingelheim sitzt. Die bauen permanent aus eigener Kraft neue Verwaltungsgebäude und Bildungseinrichtungen und dergleichen mehr. Die haben halt ein ausreichendes Maß an Steuereinnahmen. Die haben unlängst im letzten Haushaltsbericht festhalten müssen, dass sie zwingend Ausgaben über die Einnahmen hinaus tätigen müssen, um ihre Sparrücklagen aufzuzehren. Das war ein Appell der Landesregierung. Also, wenn man zwei Punkte benennen kann, die der Privatisierung den Weg ebnen, dann ist es natürlich die Verarmung der öffentlichen Haushalte. Da können Sie auf kommunaler Ebene relativ wenig gegen machen, weil wir haben eine chronische Unterfinanzierung der öffentlichen Haushalte. Durch die Steuersenkungspolitik der vergangenen Jahre, will nicht die Spitzensteuerratsdebatte anzetteln, aber zu Zeiten von Helmut Kohl lag der bei 53% bei der Einkommenssteuer, jetzt liegt er bei 42% plus die 3% Reichensteuer. Also massive Steuersenkungspolitik in den letzten Jahren. Das Zweite ist, dass wir die Kluft, das kam ja auch gerade in dem Beitrag an, die Kluft zwischen Arm und Reich, nicht nur im Arbeitsbericht der Bundesregierung ersichtbar oder in dem der OECD oder der EU-Kommission. Man kann sehen, dass private Vermögen
ist in den letzten Jahren von 10 Jahren von 4,8 Billionen Euro auf über 10 Billionen Euro angewachsen in der Bundesrepublik. Das ist jetzt keine Neiddebatte, die ich lostreten will. Ich sage nur, dieses Kapital ist fluid, es ist weltweit global unterwegs und es sucht nach rentablen Anlagemöglichkeiten. In Deutschland. In Deutschland. In der Bundesrepublik Deutschland. Rostock ist ein weiteres Beispiel, der Warnow-Tunnel. Könnte man auch anführen. Es gibt mittlerweile 7 oder 8 Autobahnabschnitte, die privatisiert worden sind. Public-Private Partnership, das erste war da vor München. Also alles, was vormals originär staatlich war, wird mittlerweile der Deutungshoheit des Staates entzogen. Das ist das Kernproblem. Das ist quasi der Abgrenzung zwischen Früh- und Spätkapitalismus. Ja? Früher gab es zu wenig Rentabilität, also früher gab es zu viel. Also die Suche nach Kapital, was angelegt werden kann. Und heutzutage haben wir Kapitalüberschuss, was nach rentablen Anlagemöglichkeiten sucht. Und das Letzte vielleicht noch zur direkten Demokratie. Ich glaube auch, dass Schwarmintelligenz etwas für sich hat. Frank Schätzing wohnt bei mir um die Ecke. Er hat viel zu Schwärmen geschrieben. Allerdings glaube ich nicht, dass das in jedem Einzelfall zum Erfolg führt. Also wenn Sie heute oder morgen eine Abstimmung über die Todesstrafe machten, nach einer Kindesentführung, würde wahrscheinlich sofort... Es ist ein dreistufiges Verfahren und nicht von heute auf morgen. Bitte achten Sie doch darauf. Ja. Das ist nicht nach Stimmungslage. Es ist ein dreistufiges Verfahren. Wir leben doch hier und das wird ja gar nicht zugelassen vom Bundesverfassungsgericht. Ich sage ja nur, dass die direkte Demokratie vieles für sich hat, dass es aber trotzdem, wenn man es jetzt unerreichbar so sehr wünscht, dass man das Erreichbare aus den Augen verliert, ist das unter Umständen auch schlecht. Ich will jetzt nicht für die Parteiendemokratie werben, ich sage, ich bin nicht mehr Parteimitglied. Ich will nur davor warnen, dass man alles mit den demokratischen Basisfragen quasi verknüpft. Der letzte Hinweis ist der auf das Thema Wettbewerb, klang ja auch an. Es wird immer gesagt, Wettbewerb lebt das Geschäft, das ist ja gemeinhin so das Credo des Volksmunds. Vielfach wird der Begriff total überstrapaziert. Es gibt auch ruinösen Wettbewerb, wenn zu viel Wettbewerb herrscht. Ja? Die Bahn etwa, wird immer wieder gesagt, müsste sich dem Wettbewerb stellen. Naja, wenn Streckenabschnitt defizitär ist, wird sich kaum ein konkurrierender Betreiber finden, der diesen defizitären Streckenabschnitt von der Bahn übernimmt. Da ist mit dem Wettbewerb nichts gewonnen. Außerdem steht die Bahn in einem unglaublich hochkompetitiven Wettbewerb, nämlich mit den alternativen Verkehrsträgern wie Auto- und Flugverkehr. Das heißt, da gibt es schon Wettbewerb. Der wird immer wieder bemüht, der Begriff, da sollte man Vorsicht walten lassen. Jetzt noch 2 Sätze. Wegen der kleinen öffentlichen Kassen habe ich Ihnen ja ein Argument geliefert mit der Vorlösung, denn damit kommt da Geld in die Kassen. Und wir haben historisch niedrige Zinsen und die bleiben auf absehbar. Also beides kombiniert ist das Argument aus der Welt. Bevor wir jetzt eine weitere Wortmeldung an die wir müssen schließen. Bevor ich schließe, noch eine Frage, da wurde mir gerade ein Zettel hingelegt, ob Sie bereit wären, Ihre Manuskripte uns zuzusenden, dass wir die Interessierte weiter senden oder ins Netz stellen können. Können wir das mal machen? Na gut. Barbara, du machst das Schlusswort. Aber es liegen oben 5, 6 Manuskripte aus. Die kann man gegen 3 Euro, kann man die, also Unkosten, kann man die holen. Oben an einen kleinen Tisch, kosten 3 Euro. Und weiter würde ich sagen, liegen Gemeinderatsbriefe aus. Bitte nutzen Sie die Gelegenheit, die Gemeinderäte anzuschreiben. Die sind im Punkte Stromwechsel, sind die gerade sehr empfindlich. Da können Sie doch immerhin ein bisschen Druck ausüben. Nehmen Sie alle 6 Fraktionen, schreiben Sie alle 6 an. Das ist jetzt eine Möglichkeit, was zu tun. Ja, und ansonsten gebe ich das Wort an Jens zum Schlusswort und wir müssen gehen. Wir müssen leider Schluss machen. Aber hey Leute, das kann doch auch nicht sein, dass jetzt so viele hier sind. Wir können ja mal wir müssen doch die Leute, die hier sind und bereit sind, so eine Kampagne zu machen, wie wir so diskutiert haben, vielleicht sammeln. Und da wärst du vielleicht sinnvoll, wenn wir eine Liste auslegen, wo sich jeder einträgt, dass sie bereit ist, Fleisch zu verteilen. Ja, das ist richtig. Ich mache mal einen Vorschlag ganz spontan jetzt. Wir müssten dann 5 Minuten unterbrechen und unsere Redner verabschieden. Und die dann noch weitermachen möchten, ist ja kein Kollektivzwang hier, aber unsere Redner müssen einen bestimmten Zug erreichen. Das geht leider nicht anders. Das ist der letzte. Ist so einverstanden, dass wir kurz unterbrechen und uns verabschieden? Okay. Also,
Gehen wir mal vorbei. Die sollen mal runterkommen. Ja, mir ist egal. Sollen wir mit? Ja, aber hören Sie. Nein, hören Sie. Okay, dann ist du das Mikrofon an. Ja gut, das ist natürlich die zentrale Frage weltweit. Es gibt bestimmte Adressen, von denen man weiß, dass sie wesentliche Motoren von diesem neoliberalen Terror sind. Ich könnte die jetzt aufzählen, aber das ist, glaube ich, nicht nötig. Es gibt bestimmte Kreise, bestimmte Thinktanks und Roundtable und also im Prinzip kann man sagen, die Wirtschaft, nicht. Die Interessen, es geht hier um Milliarden. Und es wurde gerade in einem Beitrag gesagt, es geht jetzt darum, die Grundversorgung nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich in der ganzen Welt und überhaupt alle Ressourcen in diesen Verwertungskreisen noch mit einzuzerren, weil es einfach um Hunderttausende von Milliarden geht. Das sind verschiedene Player, verschiedene wirtschaftliche Teilhaber, aber das ist das Prinzip, was dahinter steht. Bitte. Mir ist nochmal so im Kopf geblieben, dass die Kommunen ja alle unheimlich verschuldet sind, aber dass es keine Lösung ist, kurzfristig Geld zu machen, sondern dass die Politiker, also zumindest die Kommunalpolitik, doch die Verantwortung haben müsste, Politiker-Eid oder Verfassungseid, Eid auf die Verfassung, die Strukturen oder die Infrastruktur zu erhalten und also somit das Gemeinwohl zu schützen. Und das so ein Wert müsste doch auch irgendwie einklagbar sein, dass es nicht nur um kurzfristige Gewinne geht, das kommt vielleicht kurzfristig den Kommunen meinetwegen auch zugute, wenn man so unter dem Aspekt halt wirtschaftlich, ökonomisch denken halt das mal machen. Aber wenn im Grunde die Infrastruktur viel größere Werte sind, dann müsste die Politik doch in die Verantwortung zu nehmen sein. Ja, das ist das Problem, dass ich jetzt bei so einem Beitrag wie diesem, dass der gesunde Menschenverstand auf etwas trifft, was damit eigentlich gar nichts mehr zu tun hat. Da haben wir vier Probleme. Das eine Problem ist, dass wir immer denken, dass die Volksvertreter auch die Interessen des Volkes vertreten. Und ich glaube, das ist schon lange vorbei. Also, dass da ganz andere Interessenslagen viel dominanter sind. Das aber wir müssen Eid schwören auf die Verfassung und da sind wir uns doch einig, da stehen wir. Da sind wir uns einig und jetzt kommt meine Antwort 2, die das konterkariert. Wir haben immer öfters und immer mehr Situationen, wo eine Gesetzeslage klar ist, aber die Praxis, die Rechtspraxis eine völlig andere ist. Das heißt, die Patentierung von Leben beim Europäischen Patentamt oder jetzt die neuen Abhörskandale Prism und Tempora, das ist alles verboten. Schlichtweg verboten, und zwar nach mehreren Gesetzen. Also nicht nur nach einem, sondern nach mehreren Gesetzen. Jetzt müsste man eigentlich sagen, dass nach diesen Gesetzen jetzt alle Beteiligten, und das sind eben nicht nur die USA, weil immer deutlicher wird, dass der BND bestens seit dem Zweiten Weltkrieg mit ihnen zusammenarbeitet. Das heißt, nach den Gesetzen müsste jetzt die ganze Mannschaft komplett eingesperrt werden und musste vor Gericht gezogen werden. Das tut aber keiner. Das heißt, die deutsche Regierung und die Parteien halten sich zurück und treten ganz leise, weil sie genau wissen, dass wenn man das Fass ganz aufmacht, und deswegen haben sie auch so eine Angst vor dem Snowden, dass da noch viel mehr rauskommen würde. Also ich könnte jetzt 10 Beispiele nennen, wo eindeutige Gesetze einfach gebrochen werden. Es geht weiter mit Kriegen und was weiß ich was. Also insofern ist das gar nicht so leicht, jetzt einfach zu sagen, ja, die müssen doch und so. Die haben Eid geschworen, das ist richtig. Aber wir haben ja eine Erosion des Rechtslebens, wo einfach die Dinge nicht mehr eingehalten werden. Drittes Problem, wir haben einmal die rechtlichen Dinge jetzt mal nicht juristisch ausgedruckt, die ich klar fassen kann, insbesondere die Strafgesetze. Nicht? Das heißt also, was ich ganz klar fassen kann, ist, wenn ich nachts in der Kneipe beleidigt werde. Da sagt der eine zum anderen, du Arschloch, dann geht er zur Polizei und zeigt den an wegen Beleidigung und da funktioniert der Rechtsstaat.
Das heißt, bei Beleidigung klappt das alles richtig, da kann ich anzeigen, da gibt es auch ein Verfahren, die gehen richtig vor Gericht, da wird das verhandelt, hat der zu dem Arschloch gesagt, stimmt das? Und der wird auch verklagt, da funktioniert es. Aber bei den elementaren Fragen, Kriege, ja, wo Hunderttausende von Menschen getötet werden, verbotene Angriffskriege nach Völkerrecht, Patentierung von Leben, was auch verboten ist, oder kommunale Selbstverwaltung, elementarer Verfassungsbruch oder wie unser Verfassungsbruch hier in Baden-Württemberg, der MAPU-Stil, oder Verfassungsbruch, kommunale Selbstverwaltung. Das heißt, die Sachen, die ja eigentlich alle Menschen betreffen und hundertmal schwerwiegender sind als die Beleidigung in der Kneipe, die können wir als Normalbürger rechtlich nicht verfolgen. Wir haben hier keine Klagebefugnis. Das ist also eine völlig absurde Situation. Da hängt das Rechtssystem. Also man müsste eigentlich sagen, dass zum Beispiel die Verletzung der Gemeindeordnung, dass wir auch als Bürger da irgendwelche Mittel haben, und wir haben das schon ein paar Mal probiert im Wasserforum, und da wurde uns mitgeteilt, Verletzung der Gemeindeordnung kann der Bürger nicht reklamieren. Gar nicht. Also darf ich noch ganz schnell eine kleine Frage anhängen? Ganz kurz. Und jetzt, irgendwelche Betriebe, könnten die klagen? Also wenn ich jetzt höre, Wolfsburg hat noch Polstersteuer, Abbau, und da ist der VW der große Gewinner eigentlich der Globalisierung. Also was uns ins Haus steht, ist die Klagemöglichkeit der Betriebe, der Wirtschaftsunternehmen mit diesem neuen Freihandelsabkommen. Das ist mit die härteste Nummer, die uns jemals präsentiert wurde. Das übertrifft noch die GATS-Abkommen, die GATT-Abkommen, die TRIPS-Abkommen und die WTO-Welthandelsrunden. Das ist im Prinzip so, dass ein geheimer, also ähnlich wie die Chamber of Commerce, dass eine geheime Schiedsstelle in Geheimverfahren Recht spricht, und dieses Recht steht über dem Gericht, das steht drüber, steht über allem. Der Investor ist klagebefugt gegen den Staat entgangener Gewinn, aber der Staat kann nicht mehr im Rückwärtsgang gegen den Investor klagen. Also ähnlich wie bei ESM, dass also der Rechtsstaat und das Rechtsleben komplett ausgehebelt wird. Das steht uns ins Haus, und die wollen in den nächsten Wochen da einen Knopf dran machen. Das heißt, der Investor klagt zum Beispiel dann, wenn in einer Kommune oder in einem Land oder im Bund Umweltgesetze gemacht werden, dass man sagt, also ihr dürft nicht mehr die Brühe da reinkippen, dann klagt er auf entgangener Gewinn, weil er genau damit sein Geld verdient hat. Und in über 70% der Fälle gewinnen die Konzerne vor diesen Schiedsgerichten. Also es gibt ja bei der Weltbank ein eigenes Schiedsgericht, bei der WTO, dann gibt es die ICC, International Chamber of Commerce, das ist auch so ein Schiedsgericht, und es kommen neue Schiedsgerichte dazu. Das ist also außerhalb von der normalen Gerichtsbarkeit, nicht? Das steht uns jetzt aus. Warum ist das so was? Das heißt, es wird natürlich nur noch auf eine Ebene festgezogen. Die Dinge laufen schon, das ist richtig, nur das neue Freihandelsabkommen zwischen den USA und Europa setzt nochmal einen drauf. Das heißt, die anderen Dinge wie GATT-Abkommen und GATS-Abkommen und TRIPS-Abkommen, das läuft ohnehin. Die haben ja auch ihre Schiedsstellen und so weiter. Das kommt nochmal drauf in einer noch weiter verschärften Form. Also noch härter als die Abkommen laufen. Du, Jens, was ist denn der Sinn dieses Freihandelsabkommens, das uns als kleinen Bürger jetzt als tolle Sache da, was auch in den Medien als tolle Sache dargestellt wird? Ja gut, so Sachen werden immer als tolle Nummer dargestellt. Ja, was ist der Gewinn davon? Was haben sie davon, die das... Ja, was heißt das? Es gibt einmal die Geschichte, die uns erzählt wird, und dann gibt es die Geschichte, die es ist, was uns erzählt wird, noch mehr Wohlstand, noch mehr Arbeitsplätze und blablabla. Aber das haben wir ja heute Abend besprochen, dass der demokratisch kontrollierbare Teil immer weiter zusammenkommt. Das heißt, natürlich ist das möglich, dass wenn eine Kommune irgendwas verkauft, dass sie kurzfristig Geld in der Kasse hat. Der Punkt ist aber der, dass wenn sie das tut, dass sie nicht ein Problem löst, sondern das Problem verschlimmert. Sie hat zwar kurzfristig, was weiß ich, 10 Millionen in der Kasse, weil sie irgendeine Straße verkauft hat, aber das Problem wird immer schlimmer. Und das Gleiche gilt auch für diese ganzen Maßnahmen gerade. Das heißt, der ESM ist nicht dafür da, wie uns so schön erzählt wird, er ist weder dafür da, dass er die Sparbücher des Bürgers schont oder schützt, noch ist er dafür da, den notleidenden Griechen zu helfen. Das stimmt einfach überhaupt nicht. Sondern das ist eine Räuberpartie, die es bis jetzt in der gesamten Geschichte so noch nicht gegeben hat. Und zwar nicht nur monetär, sondern gleichzeitig auch eben das Aushebeln des Rechtslebens,
Das heißt also, dieses Direktorium ist ja rechtlich gar nicht mehr erreichbar. Es ist immun, die Räume sind unverletzlich, man kann den Vertrag gar nicht mehr kündigen. Das ist also ein Knebelgriff, wo jede Rechtsstaatlichkeit ausgekoppelt wird. Und das ist die Richtung, die im Moment angestrebt wird. Heißt die Monika jetzt mal? Also hinterlegt ist ja einfach den Ganzen, dass überhaupt der Begriff Staat aufgelöst wird. Den gibt es gar nicht mehr. Ein Staat wäre ja also das Abbild für den Einzelnen, für den Bürger im Großen. Das ist vorbei. Es geht um Macht, wie die Ursa gesagt hat, wie Macht definiert wird. Und Macht wird heute von den transnationalen Konzernen definiert und die können nicht agieren transnational, wenn sie mit Einzelstaaten, Einzelgesetzgebungen zu tun haben. Die müssen die Staaten auflösen, um dann als Wirtschaftsmacht von oben nach unten zu diktieren. Und dann ist der Bürger auch nicht mehr Bürger, sondern er ist eigentlich nur noch definiert als Konsument dieser transnationalen Konzerne. Und so sind die Machtstrukturen und die Einzelelemente wie ESM, das sind alles nur Strukturen von diesem Gesamtverlauf. Und das ist aber nichts, was von Leben gefüllt ist, das hat in sich kein Leben, keine Dynamik. Das ist angelegt wie ein Krebsgeschwulst, was keinen Bestand hat. Und jetzt kommt es darauf an, wir sind vom Grundgesetz her wunderbar, also bei uns, die Verfassung definiert das Gesamtgebilde von Gemeinschaft, von Zivilgesellschaft als brüderliches. Und die Konzerne definieren nur Konkurrenz und Wettbewerb. Und die tragen jetzt ihr Prinzip, ihr geistiges Prinzip bei uns in alle Ebenen der Gesellschaft rein. Und da interessiert mich nicht ESM, da interessiert mich Schule, unmittelbares mein öffentliches Umfeld. Da interessiert mich dann die Wasserversorgung hier in der Stadt. Und mich interessiert, was ich gestern gehört habe, wir haben den europaweit größten Puff hier, also hier in Stuttgart. Ja, das wusste ich noch gar nicht. Der Mensch, das ist der Gipfel von allem. Der Mensch als Ware, die Frau als Ware. Das ist in echter Dinge. Da können Männer hin, zahlen was dafür, dass sie 45 nackte Frauen sind. Dann suchen sich eine raus und nachher gehen sie wieder. Und daran verdient hier der Staat. Das ist eine Absprache zwischen diesem Wirtschaftsbetrieb und dem Staat. So ist heute Staat angesiedelt. Der definiert sich als Teilhaber, also da wird unser Gemeinderat auch, als Teilhaber von der Profiteure. Deswegen kriegen sie auch im Leonhardsviertel nicht die Prostitution raus und den Menschenhandel raus, weil sie partizipieren. Auch die Oberen, die staatstragend sind, sind in diesen Strukturen mit drin involviert. Und meine Frage für mich ist ja selber, wie definiere ich mich als Bürger und wo werde ich aktiv und wo bilde ich diese brüderlichen Strukturen aus, die wir bei uns in der Verfassung hinterlegt sind, dass ich für mich und mein Umfeld und nach außen hin was zu sagen habe. Mich selber definiert, mich selber in Wertschätze und in Macht bringe, mich selber, also Kraft in mir selber dann. Bitte. Der Staat wird reduziert, aber nicht aufgelöst. Weil all diese Klimatisierer leben von öffentlichen Geldern. Also sie finden Klimatisierung gut für die anderen, aber nicht für sich selbst. Also die Merkel und die Juristen und so, die leben alle von unseren Steuern. Also sie finden ganz tolle Klimatisierung, aber nicht auf sich selbst angewandt. Aber politisch sehe ich das anders. Also ich meine, Sie. Meine Einschätzung ist die, dass die Reichsten und Superreichen und Machteliten ganz klar darauf abzielen, die Staaten aufzulösen, zu zerstören und vor allen Dingen jegliche Strukturen in den Staaten, wie auch immer die aussehen, abzuschaffen. Mit dem Ziel, wenn ich das noch sagen darf, mit dem Ziel, am besten global eine New World Order einzuführen. Das heißt also, wenn ich jetzt eine kommunale Selbstverwaltung hätte und ein großer Konzern möchte an die Wasserversorgung, dann muss er sich auf der ganzen Welt mit 80.000 Kommunen rumschlagen. Und da hat er keine Zeit für und kein Geld und da hat er keinen Bock drauf. Das heißt, der Konzern möchte einen Zentralzugriff über diese Machtzirkel, über ERT oder Council on Foreign Relations oder über die Bertelsmann Stiftung, die da ja auch ganz fleißig mit dabei ist. Also ein Zentralzugriff, wie auch über diese ganzen Freihandelsabkommen, dass man also zentral sagt, die Wasserversorgung muss auf den Markt. Das ist doch viel leichter, als wenn ich mich mit 80.000 Städten rumärgern muss. Das ist das Ziel. Und das läuft gerade auf vollen Touren.
dass die Staatengebilde und ihre Souveränität, also unsere Souveränität, mit jedem Tag mehr ausgehebelt und ausgehöhlt wird. Ja, aber Sie lassen einen Geld für die Stadt ist, und diese Gesetze macht, die das ermöglichen. Weil ohne diese Geld für die Stadt ist, dann wäre die Sache nicht. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es jetzt nicht. Also, es gibt die Parlamente, es gibt Brüssel und so weiter. Die dann machen Gesetze und sie sagen, ihr wird privatisiert.